Metal Gear? Die Schenkeldrums, Schenkeln und Drum. Ich habe gerade gemerkt, ich habe die Pose gemacht. Ein bisschen kennt ihr noch Aladdin mit Bud Spencer? Ja, ich war mir so sicher, du machst Aladdin jetzt. Ja. Und irgendwie ist automatisch rausgekommen. Ich dachte erst an bezaubernde Genie, dass du irgendwie so mit der die Nase rümpfen war Samantha, nicht Genie. Ja. Ja. Ja, ich war Samantha. Samantha war verliebt in eine Hexe. Ach ja, stimmt, ja. Ja. Aber die bezaubernde Genie hat dann so gemacht. Die hat immer so den hier gemacht, so irgendwie sowas. Ne? Metal Gear ist das Thema des Tages. Speedrandale, schön, dass ihr da draußen da seid. Schön, dass wir haben vollzählig. Simon, moi, mit dabei sein können. Aber wir sind nicht alleine, denn wir haben noch jemanden hier. Und zwar Hallo. Glück auf. Hallo. Guten Tag. Der Reviersteiger ist hier. Hi. Wie geht's dir? Zusammen. Erstmal, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Schön. Vielen lieben Dank. Wie oft musst du hören, wir sind wieder hier in meinem Revier? Wie oft musst du das hören? Oft. Sehr oft. Aber wir haben es kurz angedeutet. Du zeigst heute eine Premiere hier. Zumindest das Spiel haben wir selber in der Form noch nicht hier auf dem Sender in dem Format gehabt. Wir hatten schon ein bisschen was aus der Serie Rising vor langer, langer Zeit. Aber endlich Metal Gear Solid 2 bei uns. Warum? Weil ich's kann. Ah. 100 Punkte für dich. Gerne. Ja, ich zeige euch heute Metal Gear Solid 2, einen reinen Einstiegsrun. Wir spielen auch Very Easy auf der PS3. Das ist wahrscheinlich die schlechteste Konsole, auf der man das Spiel sogar runnen kann. Okay. Weil die PS3, die hat halt viel zu wenig Performance. Du hast halt sehr viel Lag-Erzeugung dabei. Also gerade, wenn da sehr viel auf dem Bildschirm los ist. Wir werden es gleich schon direkt in der ersten Episode mit Snake sehen und später auch noch mal mit Raiden. Aber warum hast du dich dann jetzt für die PS3-Version entschieden? Ich habe die gerade hier gehabt. Okay. Hätte sein können, dass es irgendeinen Speedrun-Trick gibt oder so, der nur da geht aus irgendeiner Geschichte. Okay. Tatsächlich nicht. Also es gibt halt ein paar berühmte Glitches, die sind auf der PS3 ein bisschen einfacher zu handeln als auf der Xbox. Muss aber dazu sagen, die Glitches, die sind relativ einfach. Also wir haben am Anfang haben wir einen Glitch, den werden wir aber skippen, weil der das gesamte Spiel softlocken könnte und ich dafür die Konsole neu starten müsste. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf und deswegen machen wir das auch nicht. Das Wichtigste ist, dass du alle Codec-Monologe und natürlich auch die Zwischensequenzen laufen lässt. Das Codec-Prozent. Genau, um den schönen Ingame-Timer weit zu strecken, wie es nur geht. Dann, wir müssen auch I Need Scissors 61 auf jeden Fall da noch hören. Kannst du uns mal sagen, Speedrunning für dich, ne? Also von Metal Gear Solid 2 gibt es ja sehr viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Speedruns sind selber unterschiedlich. Ich glaube, ich habe vor längerer Zeit mal so einen European Extreme gesehen, der dann die KI auf wahnsinnig dann stellt. Wie steht es bei dir mit Speedrunning? Ist das jetzt ein Einstiegsrun für dich? Speedrunst du normalerweise oder hast du es bewusst dann in diesem Schwierigkeitsgrad gewählt? Also ich habe grundsätzlich auf normal angefangen mit dem Run und habe dann selber gesagt, okay, ich schraube da jetzt erstmal die Kurve ein bisschen runter. Habe dann gesagt, okay, fängst auch very easy an, steigerst dich ganz langsam nach oben. Ich bin selber noch Einsteiger, was Speedrunning angeht, obwohl ich dieses Spiel schon Jahre runne. Muss ich mal so zu sagen. Du hast gespielt, du hast nie gezielt. Ne? Ich bin immer auf Very Easy hängen geblieben. Auf Normal habe ich es dann Casual gespielt. Okay, das ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Titel. Also ich habe den wirklich noch nie so richtig in einem Speedrun gesehen. Ich bin super gespannt, wie sich das gleich zeigt, wenn du da dich durchklickst. Ja, möchtest du was noch erklären zum Run? Sonst kannst du auch gerne starten. Ja, wir haben genug Zeit, ne? Ja. Gleich. Wir haben genug Zeit, ja, auf jeden Fall. Ja, erklären kann ich während des Spielens. Das wäre gar kein Problem. Also ich würde jetzt einfach den Spielstand laden. Wir spielen im New Game Plus. Da sind nämlich dann zwei Sequenzen, die wir noch überspringen können. Ja. Und läuft die Ingame-Aufnahme bei dir? Nochmal sicherheitshalber Bescheid geben. Ja, die läuft. Gucken. Alles gut. Alright. Dann, wenn du bereit bist, mach gerne den Countdown und dann geht's los. Ja. Also wir laden jetzt erstmal hier den Spielstand aus dem Menü. So, dann gehen wir in die Tanker-Plant-Episode. Also wir spielen alles auf einmal. Very easy. Und Radar lassen wir aus. Reduziert Minimum-Lag, aber da geht's um nicht viel. Okay. So, also wenn die Regie bereit ist, bin ich auch bereit. Ja. Dann 3,
2, 1, go. Let's go. Also der Radar macht es ja schwerer, wenn er weg ist, aber dafür hast du es ja leichter gemacht. Das heißt, die KI ist ein bisschen weniger aufmerksam. Ja? Blindfische. Okay. Warum hast du denn, oder kann ich dich jetzt vollquatschen oder willst du gleich was? Weil also ihr dürft gerne reden, also stören wird es mich nicht, weil ich lese auch den Chat, während ich diesen Run mache. Mhm. Aber dann nehme ich mal an, du bist auch ein Fan der Metal Gear Solid oder der Metal Gear-Reihe. Ja. Klar, also Metal Gear bin ich mit groß geworden, macht immer wieder Spaß, die Spiele zu spielen. Ja, absolut zeitlos. Also, was das Gameplay angeht, vielleicht nicht, aber insgesamt so finde ich das zeitlos. Das Gameplay hat auch ein bisschen was. Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich finde diese Overhead-View-Kamera, die finde ich eigentlich ganz, ja, nice. Ja. Oh Mann, gern. Ich weiß noch, wie das damals war, als diese VHS-Kassette kursierte, die manche Der große Trailer, ne? Genau, manche Redakteure haben den bekommen. Manche haben sogar diese Kassette bekommen und durften dann daraus so Screenshots machen. Und wir waren alle so geflasht. Man hat ja diese Szenen gesehen. Mhm. Und ich sehe das Lag, was du vorhin erwähnt hast. So ein bisschen sieht man es. Das ist ja auch unser Stream hier. Ne? Also, okay, kann auch daran. Die Zuschauer sollten es dann 60 FPS sehen. Stimmt, genau, weil du es ja nochmal aufnimmst. Okay, gut, dann ist ja alles cool. Nee, also. Aber ein bisschen laggy läuft das wirklich. Warst du damals auch schon so gehypt oder kam das irgendwie später? Hast du das vielleicht gar nicht mitgekriegt, den Hype damals? Also, Metal Gear Solid 2 kam tatsächlich ein bisschen spät bei mir. Weil ich halt den ersten Teil sehr gefeiert habe. Ja, absolut. Ja, auch fantastisch. Ganz kurz. Erstmal Bosskampf. Ja. Hey, ich muss mal eben hier auf den Codec achten, dass er erscheint. Ja, ich denke, wir werden sehr häufig unterbrochen vom Codec oder der Zwischensequenz. Ne? Das ist gehört dazu. So, die Ration skippen wir. Die brauchen wir nicht. Okay, weil wir müssen schon während eines Einsatzes essen. Ne? Du bist jetzt schon mal direkt bei Olga eingekommen. Also da war ich, glaube ich, beim ersten Mal spielen so nach einer Stunde oder anderthalb. Ja, es geht wirklich sehr schnell hier, wenn man weiß, wo lang. Ich fand den Kampf aber auch immer ein bisschen anstrengend. Ja. Aber du stehst genau richtig scheinbar. Ja. Also die hat zwei Muster, wo die laufen könnte. Das wäre einmal links und rechts am Anfang. Und ich hatte jetzt das Glück, die ist bei mir von rechts gekommen. Da muss ich jetzt nicht, wer weiß, wie wechseln. Ich weiß noch. Einen brauchst du noch? Das war nämlich die Szene, wo man auf die Plane schießt. Genau. Und die Plane sich dann bewegte im Wind. Mhm. Da ist den Leuten der Kopf geplatzt. Im das konnte man sich Regen. Nicht und du vorstellen. Du konntest auch den Scheinwerfer ausballern, damit das Licht. Ne? Ne? Das waren Details damals. Oder auch die Spratze auf den Schilden, auf diesen Schutzschilden der Leute. Das war unfassbar, dass das alles damals so neu war. Wir haben jetzt gerade eine Zwischensequenz haben wir geskippt. Olga würde noch mal hinter einem Schutz stehen und würde uns dann noch mal zuquatschen. Das sind zwei Sequenzen, die wir leider nicht überspringen können. Und ja, wie gesagt, die haben wir jetzt gerade geskippt, die zweite Sequenz. Weil Olga sehr schnell liegt. Mhm. Ja, das war auch einer der Kämpfe, da konnte man sehr gut das European Extreme zum Beispiel absehen, der andere Run, den ich vor langer Zeit gesehen habe. So, die Munition nehmen wir mit, die werden wir gleich brauchen. Ich kann da einfach durch die Plane durchgucken, schießt schon in die Richtung, wo du hinläufst und dann sagst, nee, das ist nicht schwer, das ist unfair einfach. Ja, fern. Eine Besonderheit auf Very Easy ist, wie schon gesagt, dass die Alarme sofort weg sind, sobald du den Raum wechselst. Und die Gegner, die liegen sofort mit einem Schuss aus der Betäubungspistole. Mhm. Normale sind, glaube ich, drei, ne? Bei normal oder so, ne? Ja, bei der normalen, wir machen jetzt eine Rolle, so verlieren wir kein Momentum beim Waffenwechsel. Das kannst du machen, okay. Ich glaube, ich bin da nie drüber gewuchtet. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der schnellere Weg ist oder ob der schnellere Weg tatsächlich über die Treppe geht. Das ist der coolere Weg. Ja, auf alle Fälle. Da weiß man ja Bescheid. Ja, aber Simon, du hast es schon mal kurz ausgeführt, Simon, das müsste direkt in eure Giga-Zeit gefallen sein. Das müsst ihr doch so oft gefeatured haben, da? Das war vor Giga noch. 2001 war es noch. Also ich habe das noch mitbekommen, als ich noch bei Zeitschriften war. Da weiß ich noch, hatte die PlayStation, hatte diese VHS-Kassette und durfte das auf dem Cover haben. Und ich habe mir die so oft angeguckt, das weiß ich gar nicht mehr, wie häufig. Ja, da habe ich jetzt das Pech, dass die tatsächlich von unten gekommen sind. Normalerweise kommen die von oben. Hier durcharbeiten müsste sich wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, aber hast du trotzdem schnell gemacht. Das kann nämlich auch schnell ganz böse ausgehen. Oh ja.
Ja, ich habe mal damals zur Zeit, ich hatte mir Son of the Enders importiert als US-Version, weil da die Demo war. Hier skippen wir jetzt noch eine Sequenz. Da kommt nämlich normalerweise noch jemand aus der Tür und würde dann noch eine Sequenz auslösen. Und den haben wir jetzt mal gekannt. Ja, gekonnt nicht, aber den haben wir geskippt. So. Ganz wichtig ist, ich habe mein Item-Roulette habe ich auf Previous gesetzt. Das heißt also, der wählt automatisch die Waffe beim kurzen Drücken aus, die ich vorher ausgewählt hatte. Okay. Mhm. Ich mache jetzt hier die Rolle, damit ich das Momentum nicht verliere. Rüste schon mal die Kamera aus, die brauchen wir nämlich gleich. Die nächste Sequenz ist, du musst den Fotomodus machen. Genau. Ach, Mann, ey. Oh. Also, läuft alles schief, was nur schief laufen kann gerade. Ja, aber das ist doch immer so. So wollen wir es haben und nicht anders. Jetzt habe ich die Munition nicht erwischt, Mensch. Marathon-Luck. Das sieht aber trotzdem doch sehr schnell aus. Also mein Ziel ist immer, die Tanker-Episode unter 10 Minuten abzuschließen. Ah, glaubst du, schaffst du heute? Wird eng? Wo stehe ich denn jetzt? Sechs Minuten. Ja, könnte klappen. Jetzt muss man echt dazu sagen, weil deine PB war ja jetzt irgendwas, ich sag mal 90 Minuten, ein bisschen weniger. Und da kann man ja grob sehen, wie groß dieses Spiel eigentlich ist, wenn du für dieses Areal, wo man echt lange rumlaufen kann, nur 10 Minuten brauchst. Ja, im Grunde könntest du es, ich meine, es ist ein Stealth-Action-Spiel, ne? Je nachdem, wie du es dann spielen möchtest oder nichts. Eigentlich spricht es entgegen, dann schnell da durchkommen, sondern ungesehen eher durchkommen und wenn, dann vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwo liegen bleiben. Niemals. Das würde ich niemals schaffen. Ich würde auch halbe Stunde irgendwo liegen bleiben. Oh, da hätte ich gar keine Geduld für. Lieber mache ich halbe Stunde rum und verliere die ganze Zeit. Immer wieder neu und neu. Ja, genau. Ja. Also hier würde der berühmte Ladder Glitch stattfinden. Den lassen wir mal aus, weil ich sonst, wie gesagt, das gesamte Spiel softlocken könnte, weil du da noch sehr präzise Controller-Eingaben machen müsstest. Okay. Deswegen springen wir hier runter und fangen uns hier unten wieder auf und nehmen dann nur die zweite Leiter. Geht ein bisschen schneller. Sonst aber geht halt komplett der Leiter-Glitch, der geht halt am schnellsten. Okay. Nee, du darfst nicht direkt runterfallen. Also du darfst auch nicht von der zweiten Ebene runterspringen, weil sonst kommt Snake unten auf und das war's. Was ist der? Jetzt Achtung. Hey, dieser Part hier, also auch wenn du es selber spielst, da ist eine Ansprache jetzt und da stehen die ganzen Marines da und hören dem andächtig zu, während du dran vorbeischleichst und man sagt, das sind doch Marines, denen müsste doch irgendwas auffallen. Ja. Irgendwas müsste denen auf jeden Fall auffallen. Spätestens das müsste denen ausfallen, dass man irgendwas verändert hat. Okay, das sollte ihnen erst recht auffallen. Das ist ja super gut. Das ist so dunkel. Spätestens dort. Also der Domino-Effekt im Optimalfall... Der Domino-Effekt im Optimalfall haust du den hintersten Gegner um und der haut alle vorderen um. Es sind Discount-Söldner. Es sind nicht die besten, aber dafür viele. Es ist amerikanische Mentalität. Wenn du nichts sagst, sag ich auch nichts. Ja. Ja, willst du 10 richtig gute oder lieber 100, die so mäßig? Ja. Sieht besser aus. Jetzt stellen wir uns hier unten hin. Fotografieren einmal dort und einmal dort. Die Leute sind alle so dumm. Machst du von den Livestream? Ach, herrlich. Ich habe eine Insta-Benachrichtigung. Oh, das ist ja der gleiche Raum, wo ich drin stehe. Ach, schön. Also, wir hätten jetzt eigentlich das Marine Corps-Logo abfotografieren müssen. Vom Ray. Das haben wir aber nicht getan. Wir haben das halt von der anderen Seite fotografiert. Und das Game hat halt registriert, okay, du hast das Marine Corps-Logo abfotografiert, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du zum Computer. Okay, also du hast irgendeine Schwachstelle ausgenutzt, sonst musst du ja eh volle Pulle drumherum und verschiedene Seiten fotografieren nochmal, ne? Ja, so ungefähr. Da sind aber ganz schön lange schwarze Ladezeiten mit dabei, oder? Ich würde sagen, das sind auch sehr viele Videosequenzen gewesen jetzt, die ich geskippt habe. Ja, das wissen wir. Deswegen war es jetzt auch eine ganze Zeit lang dunkel. Das ist die einzig größere Schwäche von der PS3-Version, muss man sagen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf Xbox ist. Zurzeit kannst du es auch nicht mehr kaufen tatsächlich, weil da irgendwelche Lizenzen ausgelaufen sind für lizenzierte Footage, die da drin ist. Also momentan gibt es das nicht. Der Weltrekordhalter, der hat es auf jeden Fall auf der Xbox Series X gerannt. Ja, das denke ich nämlich auch, weil man spart ja wirklich diese Ladezeiten. So. Da kannst du ja Minuten sparen am Ende. Hier ist beispielsweise die M9 unter einem Regal versteckt.
Die werde ich jetzt nicht einsammeln. Warum nicht? Weil wir müssen. Ja, das erkläre ich jetzt im Laufe des Ganzen. Also wir gehen jetzt erstmal hier in den Vorraum. Wir sind jetzt gerade hier in der Anlage angekommen. Das ist eine Ölabsauganlage. Ölreinigungsanlage. Die saugt quasi den Ölfilm, den der Tanker auf dem Meer hinterlassen hat. Nee, auf dem Hudson, sorry. Ist ja auf dem Hudson. Saugt die Anlage ab und wir aktivieren jetzt hier den sogenannten Node. Oh, ist jetzt nicht gleich da müssen wir uns natürlich einen sehr einfallsreichen Namen eingeben. Wir Dale ist genau Dale, richtig. Auf jeden Fall. Sehr und die erste Speedrandale-Ausgabe war, glaube ich, im Mai 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Of course. So, dann. Of course. Dann tragen wir das auch so ein. So. Das war ja jetzt gleich der große Skandal, ne? Das weiß ich gar nicht, ob du das so. Dann hast du es wahrscheinlich damals gar nicht mitgekriegt, aber die Leute waren so sauer, dass du Raiden spielst. Was? Das ist aber nicht mein Snake! Oh. Direkt aus dem Fenster gesprungen vor Wut. Das war so ein Skandal. Ich denke mir, es ist am Ende nur ein Skin. Es ist eigentlich egal. Ja, storytechnisch ergibt das durchaus Sinn. Ja. Ich kann es verstehen, wenn du dann, oh, ich bin der coole, kernige Snake. Klar. Und dann hast du 80% des Spiels, also mittlerweile, du hast es ein bisschen erklärt, wir sind jetzt, da wir die Cutscenes übersprungen haben, für die Leute, die überhaupt nicht Bescheid wissen, das Spiel 2 Jahre nach dem Anfang und wir spielen einen komplett neuen Charakter. Mhm. Ja, Snake ist laut Geschichte auf dem Tanker umgekommen. Jetzt hast du die M9 doch geholt? Jetzt habe ich die M9 doch geholt, weil wir haben jetzt genug Zeit, das ist es nämlich, weswegen ich erst den Node aktivieren wollte, wir haben genug Zeit, uns hier zu bewegen. Auf den Aufzug zu warten und da ist er. Und rein da. Okay. Und deine Wahl interessant, also dadurch, dass du auf Very Easy spielst und den Radar abschalten kannst, also man kann Metal Gear normalerweise auch wie Pac-Man spielen. Ne? Du guckst einfach nur auf den Radar und weichst dann den Sichtkegeln aus. Wenn du diesen Radar gar nicht hast, musst du dich entweder darauf verlassen, ich weiß, wo die ungefähr stehen, oder die haben keinen großen Sichtkegel, eins von beiden. Mhm. Genau, das ist es. Auf Very Easy haben die jetzt keinen großen Sichtkegel. Ich glaube sogar fest daran, dass der Sichtkegel erst auslöst, sobald du dich sogar schon im Sichtkegel befindest. Das heißt also, der Sichtkegel, der ist optimiert für, ich glaube, den Normalschwierigkeitsgrad. So, jetzt stellen wir uns hier hin und, ja, hat geklappt. Machen einen etwas weiteren Sprung. So, sparen wir uns noch ein paar Sekunden, die ich aber, glaube ich, jetzt gerade schon versaut habe. Mit dem Codec-Anruf. Man darf im Codec-Anruf nicht zu schnell auf Viereck oder auf Dreieck spammen. Da man sonst den ganzen Text wieder anhält. Ah. Oh, das muss einen ja als Speedrunner wahnsinnig machen, wenn du immer diese kurzen Wartephasen hast, bis was passiert, damit du es wegdrücken kannst. Ja, aber die haben sich ja, immerhin. Eben. Ich glaube, du musst hier nicht mehr mashen oder so beim Text, ne? Du kannst die Taste gedrückt halten. Das war so genau, früher dann. Jede Textzeile durchmashen oder so. Boah. Das haben die ja bei der PC-Version von Metal Gear Solid 1, haben die das ja sehr gut behoben. Du musst nur eine Taste drücken und der Codec-Anruf ist beendet. Geil. Das gefällt Kojima garantiert nicht. Wie, man kann den geilen Dialog einfach so abbrechen? Keine Angst, Kojima hätte... So viel Geld ging dafür drauf. Kojima hätte wahrscheinlich für den Fall, dass du immer, wenn du eine Cutscene abbrichst, wird automatisch ein Druckauftrag an deinen Drucker geschickt, der dir alles nochmal ausdruckt. Ja, alles noch für später, ja. Das sogenannte Buch. Ja. Kojima, ey. Ich mag den. Ja, nee, kein Kojima-Hate hier. Nicht bei dem Spiel. Niemals Geld geben von uns doch nicht. Also von mir nicht. Was will der denn jetzt? Also Kojima-Fan. Ich weiß nicht, wer das ist. Auf jeden Fall kein Mitglied hier. Ja, jetzt machen wir nochmal eine komische Bewegung, die wunderbar funktioniert hat. Ah, okay, das war nur so ein Roller, ne? Rolle. Weil Rose ruft uns halt sehr unglücklich an, sobald die Tür quasi aufgeht. Ein Schritt machst du raus, aber ansonsten ruft die sofort an und das haben wir damit auch einmal ein bisschen übersprungen. Also versuchst durch richtiges Springen und Positionieren ab und zu mal Codec-Gespräche abzukürzen, zu überspringen. Das sind so die Punkte, wo man noch mal ein bisschen mehr Zeit rausholen kann, ne? Ja. Ja, wenn man jetzt auf Kurs ist, dann nimmt man die nicht mit. Ich nehme die jetzt mal mit, ist sicherer. Und das sind die sogenannten Düppelgranaten. Die stören elektronische Geräte, das heißt also Kameras, Funkgeräte und so weiter.
wird alles davon unterbrochen. Die brauchen wir aber erst ganz viel später. Aber die nehmen wir jetzt schon mal mit. Und da haben wir wieder das Problem von der PlayStation 3, die Ladezeiten zwischen den Sequenzen. Aber ab und zu blitzt mal ein Iroquois Plissken, glaube ich, war der Name. Mit der Sonnenbrille. Ja, das sind jetzt die beiden Sequenzen gewesen, die letzten beiden, die wir jetzt skippen konnten, weil wir das Spiel im New Game Plus spielen. Okay, das heißt, ab jetzt können wir Cutscenes durchschauen. Also jetzt, also wie gesagt, die wurden nur geskippt in dem Sinne. Sonst hättest du die durchgucken müssen. Ach so, okay. Ja. Jetzt taucht natürlich oben der Radar auf, das will ich ja natürlich nicht, aber also, nicht aktiv, aber Upsala. Okay. Aber dann schalten wir den einfach ab. Das soll Snake sein, oder? Oder was war das? Nee, das war Plissken. Snake ist ja beim Tanker und Glück ist ja auch. Ja, ja. Ich, man weiß ja gar nicht. Ja, ich weiß. Ah, gute Griffstärke. Enemy sighted. Er hatte so viele Chancen, ne? Und trotzdem nicht geschafft. Und trotzdem muss er erstmal telefonieren. Raiden hat eine rote Sonnenbrille. Raiden hat eine rote Sonnenbrille grundsätzlich, ja. Ja. Storytechnisch, also Raiden ist jetzt hier auf der Anlage da angekommen. Die ist in einem Sechseckmuster aufgebaut mit Streben, die sie miteinander verbindet. Und Trant würde es hassen. Irgendjemand, vielleicht kann er ein Oktagon oder so draus machen. irgendjemand hat anscheinend Bomben überall gelegt. Und das ist jetzt unser aktueller Auftrag. Wir müssen drumherum und Bomben einfrieren, damit die nicht explodieren. Okay. Genau, Plissken ist jetzt in Shell 2. Wir sind in Shell 1. Hier habe ich gestern gemerkt, dass es günstiger unten lang zu laufen. Oh, Schlaf. Mit wie viel RNG musst du eigentlich rechnen von den Wachen? Also wir haben ja ein, zwei Stellen gesehen, wo du im Tanker gewesen bist und auf einmal dann unten die Wachen waren, die du nicht da erwartet hast. Ist das eher berechenbar jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad oder musst du viel improvisieren? Ah, nee, also viel improvisieren musst du da nicht. Also klar, wir haben es ja gerade auf dem Tanker gesehen mit den Wachen, ja. Bei Olga ist mit RNG zu rechnen. Vamp hat eigentlich ein stabiles Muster, bei dem ist es weniger mit RNG zu rechnen. Dann halt Fortune. Fortune wird ein bisschen knackiger. Also eher mehr bei den Bossen kann schon mal ein bisschen was, weil die dann, je nachdem wie sie reagieren, mal was durcheinander kommen. Genau. Später auch im Shell One Core müssen wir natürlich auch mit RNG rechnen, weil wir müssen nachher einen Agenten ausfindig machen, der einen Herzschrittmacher hat. Und der ist natürlich immer an einer random Position. So, jetzt stehen wir hier auf, wechseln direkt auf die M9. So stehen wir direkt und können direkt rennen. Ist aber auch das einzige Mal, glaube ich, wo wir das auslösen. Hui, guter Sprung. Oh, ich krieg Bock, das wieder zu spielen. Was soll das? Ich auch, ne? Ich auch. Ja, so ging's mir auch. Also irgendwann habe ich angefangen wieder zu sagen, komm, ich mach mal einen Metal Gear Solid 2 Speedrun. Haben sich einige bei mir angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, Leute, wollt ihr mal, dass ich die Metal Gear-Reihe komplett spiele? Ja, und dann wurden die Stimmen laut. Dann hieß es natürlich, ja, mach mal, bitte, wollen wir, auf jeden Fall. Jetzt lege ich mich hier hin. Oh. So, das mache ich nämlich beispielsweise immer, weil da liegen die Claymores. Ah, das ist aber die langsamste Variante. Jetzt habe ich Glück, dass ich mit drei Schüssen direkt alle drei Claymores in der Lauflinie weggeschossen habe. Ja, sehr praktisch. Aber das Problem ist, fliegen die Cypher natürlich rum und wollen mich. Ein, zwei Schuss ist okay. Ja, Claymores sind Minen, die Proximity Mines, also wenn du in der Nähe bist und dann der Bewegungsmelder dich hier registriert, dann explodieren sie. Kannst du dann in vielen Fällen mit dem Wärmesensor vorher angucken und schauen, ob die haben nämlich leider die Stealth-Tarnung, das heißt also, man sieht die nicht mit dem bloßen Auge. Noch schlimmer. Wie kommt man denn nochmal an diese ganzen Bomben ran? Wird es einem grob gezeigt, wo die sind oder hört man vorher einen Codec oder muss man die wirklich suchen? Ich glaube, du hast hier diesen Sensor A. Ah, okay. Ja. Und der zeigt dir quasi die Spur des Rasierwassers von Fatman.
Ja, also Feldman ist der Gegner, der sie verteilt hat. Okay, okay. Natürlich, alles andere wäre zu einfach und zu normal. Ja, der rollerbladet und Wein trinkt immer wieder. Ach, der. Ey, ich habe schon eine Weile den zweiten nicht mehr gespielt. Ich bin wirklich ein bisschen raus. Aber jetzt, wo ich das so ganz, wie gesagt, man kriegt voll Bock. Ne? Das ist wirklich ja. Als Auftrag war es natürlich, guck mal, du hast die riesige Anlage da und daneben, oh scheiße, jetzt muss ich Bomben finden. Ne? Das ist schon so, war schon ganz spannend aufgebaut. Auf jeden Fall, aber in der Anlage habe ich auch lange Zeit verbracht. Also du weißt ja immer, wie lange. Es gibt nachher gibt es noch ein paar Claymore-Minen. Die werden wir auch elegant umgehen, sagen wir es mal so. So, jetzt stehe ich hier. Jetzt versuche ich's. Komm ich dran? Nee, ich komme nicht dran. So, dann versuchen wir es nochmal. Ich stelle mich mal hier hin. Damit du nicht drumherum laufen musst. Ich muss drumherum laufen, schade. Aber manchmal geht's. Aber ist. Manchmal ist geht's, genau. Hier liegt sie nämlich. Da habe ich auch festgestellt, dann ist das wenigstens zeitlich günstiger, liegen zu bleiben, als aufzustehen. Mhm. Hier wiederum aufstehen. Zack. Dieses Flippen. Ja, das ist wunderbar. Das kann Raiden eben nun mal. Natürlich. Ja. Deswegen ist er auch der coolere Charakter. Ja, wer das Original auf der PS2 gespielt hat, PS2, wer sich noch dran erinnern kann, hatte ja auch analoge Knöpfe. Das heißt, die haben registriert, wie stark du da drauf gedrückt hast. Und die haben es tatsächlich bei Metal Gear Solid 2 auch benutzt, zum Beispiel, um die Waffe angezogen zu haben und erst beim Loslassen zu schießen. Da musst du also auch mit drucksensitiven Knöpfen üben. Ja, die analogen Knöpfe hat die PS3 natürlich beim DualShock 3 übernommen. Das heißt also, ich ziehe jetzt die Waffe und lass den. Ah, Moment. Lass ganz langsam los und dann. Funktioniert aber genauso gut wie früher. Ich glaube, es waren seine blonden Haare, die Leute abgeblendet haben. Wenn der also einmal kurz gezeigt, jetzt sehen wir hier diese Wolke auf dem Radar. Da ist, ja. Und die zeigt dann ungefähr, wo die Bombe platziert ist. War das die letzte, oder? Das war die vorletzte. Wir haben nämlich die in der Shell C, die haben wir gelassen. Die haben wir gelassen, damit wir noch eine Sequenz, noch eine Codex-Sequenz quasi überspringen. So, jetzt lassen wir uns von der Cypher sehen. Und da steht direkt die alarmierte Wache. Und nur einer? Nur einer, ja. Die unterschätzen dich. Dieses Zukunftsding von damals, oder sagst du, das ist eine Drohne, ne? Damals sagst du, was ist das für Sci-Fi-Tech? früher hast du Sci-Fi gesagt, heute ist es eine Drohne. Und da ist die Bombe. In Strebe-C, nicht Shell-C. Ich habe gerade Shell-C gesagt, sorry. So, jetzt hat Stillman angerufen. Jo, alles klar, ich habe die Bombe entschärft. Sollte der Stillman uns jetzt noch am Eingang von Strebe-C angerufen. Und hier ruft er uns sowieso nochmal an. Aus Stillman haben wir vorhin in der Cutscene getroffen, der, ich glaube, wegen seinem verletzten Bein selbst nicht los konnte und die Bomben entschärfen. Irgendwie sowas, ne? Bein. Ja. Natürlich. Er war selbst mal Geheimagent, aber dann. Dann, he got den AK-47 to the knee. Ja, da gibt es natürlich auch einen Plot-Twist zu, weil Peter Stillman gaukelt nur vor, dass sein Bein verletzt ist. Nein! Ja! Welcome to America. Ja. Aber die haben doch gar keine Krankenversorgung. Keine Beinprothese. Bei ihm ist halt ein Einsatz schiefgelaufen und seitdem gaukelt er uns eigentlich nur vor, dass sein Bein verletzt ist. Und die Wahrheit erfahren wir natürlich heute im Spiel zumindest nicht, weil wir das skippen werden. Aber nur mal so viel dazu gesagt. Das ist unglaublich, ne? Und deswegen macht er sich jetzt auch auf den Weg. Oh, ich bin falsch im Weg gelaufen. Moment. Muss ich mal eben ausklamüsern hier. Macht er sich jetzt auf den Weg Richtung, was ist das? Strebe L, glaube ich. Strebe L müsste das sein. Und versucht dort die Bombe zu entschärfen jetzt. Also wenn wir stellen uns jetzt vor, dass der da schleicht wegen seinem kaputten Bein, aber eigentlich macht er da Flickflacks, ne? Wenn keiner zuguckt. Ja, wenn keiner hinguckt. Genau. So, hier natürlich auch wieder so ein Kojima-typisches Ding. Die Möwen können ihr Geschäft verrichten, du kannst da dran ausrutschen, wenn du nicht aufpasst. Also nicht nur, wenn man in die Beobachtungsperspektive geht und lang genug nach oben schaut, dann kann die sogar auf die Kamera.
Nice. Auf die Linse. Aber ja, man kann ja, sie doch mit dem Betäubungsgewehr auch abschießen. Ja, deswegen hatten Kojima-Entwickler dann die Einschulung seines Kindes verpasst, ja? Damit er das da rein programmieren kann. Du machst das fertig jetzt. Du machst das jetzt fertig! Das Spiel und dein Unternehmen ist nichts wert, wenn er nicht auf die Kamera kacken kann. Ja, sowas muss sein. Direkt am Anfang, ey. So, die Bombe, der darf man nicht zu nahe kommen, weil sonst geht die in die Luft. Hm. Nicht so wie die anderen. Weil da hat Fatman einen Bewegungssensor eingebaut und sobald wir den auslösen, ist Ende. Hätte man bei den anderen auch machen sollen. Jetzt kommt der erste Bossfight. Achso, und Stillman ist gerade in die Luft geflogen. Oh, das muss man auch noch dazu sagen. Also Stillman existiert nicht mehr. Na, jetzt hat er eine Ausrede. Ja. Jetzt hat er eine Ausrede, auf jeden Fall. Und zwar gegen Fortune. Bosskampf. Fortune hat die Besonderheit, ich schieße einfach mal drauf. Man kann sie nicht treffen. Na, das ist hier. Der Name sagt es ja schon. Sie hat so viel Glück, dass sie nicht getroffen werden kann und schießt einfach alle mit einer Railgun kaputt, die sie in der Hand trägt. Ja, wir chillen jetzt einfach mal ein bisschen hier. Wir werden vielleicht ein bisschen Schaden nehmen, aber das ist das, was den Run gleich wieder ein bisschen kaputt macht. Ne? Das Warten. Hm. Gibt's denn da auch andere Tactics, irgendwie Sachen, die komplizierter sind, die du aber noch nicht drauf hast oder so? Oder muss das jeder machen? Nee, das muss jeder machen hier, tatsächlich. Also da ist es egal, ob du auf Very Easy spielst, ob du Run-Einsteiger bist, ob du European Extreme machst. Also das muss tatsächlich jeder spielen hier. Oh. Mein Gott, die nervt aber auch. Und da fragt man auch mal gerne, wie ist das Wetter in Hamburg? Ja, im Moment ganz geil, ne? Ja, ein bisschen Niederschlag. Also für Hamburg erstaunlich warm. Ich als Berliner kann ja sagen, dass es da sehr viel schöner ist. Berliner, ne? Köln, Düsseldorf, Hamburg, aber hat 3 Wochen Berlin, jetzt bist du Berliner, ne? Berliner, so ist das. Man wird direkt adoptiert. So ist das. Man wird direkt cool. Dauert gar nicht lange. Mein Gott, das würde mich jetzt aber auch ganz schön wütend machen an deiner Stelle, wenn du da so lange warten musst. Ja, also ist aber auch Ende. Sie schießt jetzt nach oben und nimmt die Decke erstmal auseinander. Also du wartest einfach, bis sie alles selbst kaputt macht. Okay. Ja, ich habe keine andere Wahl. Also man kann sie nicht treffen, man kann sie nicht besiegen. Das ist der klassische Endgegner-Fehler auch. Ja, alles um sich rum zu zerstören. Wäre das für dich ein Rücksetzpunkt, wenn es mal Übergebühr länger dauert bei ihr hier? Oder würdest du es einfach, du nimmst mit, je nachdem es lang dauert? Ich sag mal so, die Übergebührlänge war jetzt einfach nur ganz kurz im Moment. Jetzt kommt das mit den Claymores. Ja, hat geklappt. Also hier sind Claymores versteckt, ganz kurz erklärt, und die bin ich jetzt einfach umlaufen. Nee, also Überlänge kriegst du bei der nicht, weil der Kampf, der hat immer eine feste Länge. Mhm. Und da kriegst du keine Überlänge. Ja, natürlich, je höher die Schwierigkeitsgrade, umso schwieriger wird auch der Kampf. Also auf den Schwierigkeitsgraden wie beispielsweise Hard oder Extreme oder European Extreme, da schießt du gerne 2-mal hintereinander. Nicht so wie da gerade. Und da springt man eigentlich nur noch von links nach rechts mit Raiden. Da macht man nur noch seine Flickflacks und gut ist. Ja, du hast vorhin kurz angesprochen, dann können wir es nochmal für die Leute, die nicht vertraut sind, dann erklären. Die M9, die du da gerade hast, ist eine Betäubungswaffe, richtig, ne? Genau. Sieht man daran auch, dass die Waffen in Blau dann angezeigt werden. Und du hast noch einen Silencer mit drauf bei der. Ja. Ich weiß noch, wie das. Also nach der Ankündigung, wo ich ja noch bei einer Zeitschrift war, kam das ja raus, wie du gesagt hast, als ich bei Giga war. Und da hatten wir auch, glaube ich, den Kollegen Ebert, einen PR-Sprecher von Konami da. Mhm. Und der hat uns verboten, irgendeine andere Waffe zu nehmen als die Betäubungswaffe. Oh. Weil das ja damals auch die Diskussion war. Mhm. Damals war das ja noch ein richtiges Problem. Und dann durften wir halt nur mit der Betäubungswaffe rumballern. Und zwar, wir haben uns damals irgendwie, blöd gefühlt damit, aber eigentlich kann ich so gut verstehen, weil das war eine echt schwierige Zeit damals. Ja, da kannst du nicht einfach auf Leute ballern, aus der Ego-Perspektive. Und du musst auch sagen, die meisten Leute würden heute mit der Betäubungswaffe spielen. Ja, ja, also ist ja auch. Du machst dir sonst deinen Score kaputt. Ist ja auch eigentlich die bessere Waffe, ne? Stimmt schon.
Gorschmor. Ja, es gibt ja noch das Ranking am Ende. Ja. Ja? Je nachdem, wie viele Leute du weghaust oder nicht. Ich glaube, mein Ranking war nie gut. So, wir haben jetzt gerade die letzte Bombe entschärft. Ich nehme mich. Da ist der Fat Man. Ach, da ist er ja. Der Dick Man. Das kann es aber auch nur Kojima, ne? Also das macht nur Kojima sowas. Er trägt so einen Bombenentschärfungsanzug mit Ausnahme seiner Pläte da oben, ja, damit er noch den Wein trinken kann. Das ist die einzige Stelle, wo du reinballern kannst, wenn er stolpert mit dem Rumskaten. Wieder von rechts. Da ist er. Er ist aber ganz schön Rollerblöd. 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 Das können wir froh sein, dass der Trend vorbei ist mittlerweile nach 20 Jahren. Ja, ne? Ich meine, schlimmer wäre noch ein Skateboard. Aber heutzutage fände ich ein Skateboard cooler als Rollerblades. Rollerblades auf einem Skateboard drauf. Ah, du hast Kojima keine Tipps. So. Ich sehe aber mittlerweile immer mehr und mehr Skateboards als überhaupt noch Rollerblades. Ja, die sieht man gar nicht mehr irgendwie. Nee. Da sehe ich mehr Rollschuhe als Rollerblades. Das ist ein bisschen das Revival. Ich würde fast sagen, so, wart noch mal 5 bis 10 Jahre, bis die Blader dann wieder zurückkommen. Und dann haben alle Blades statt Skateboards. Ja, wenn es eine neue Variante gibt. Kleine Story dazu noch mal. Plissken hat uns gerade noch mal angerufen. Hat uns gesagt, dass er ein bisschen ausgenockt war, wegen der Explosion in Shell 2. Mhm. So ein weicher. Bei Stillman ist ja gerade die Bombenentschärfung schiefgelaufen. Oh, und dann hat er Snake ein bisschen mitgenommen. Plissken, sorry. Nee, Snake heißt er ja nicht. Der ist ja Plissken. Siehst du, du kommst selbst durcheinander, weil es einfach Quatsch ist. Ja, die sehen sich so ähnlich, die beiden. Aber er sagt doch, er ist jemand anders. Also, sehen alle Söldner für dich gleich aus, ne? Ja, genau. Ey. Ich glaube, die Rollerblades kommen wieder, wenn sie so ganz lang sind, so wie Shia. So Shia-Rollerblades mit so 25 Blades. Oder Hovercraft. Oh, ja. Komm, hör mal auf. Dann würde ich aber auch mir nochmal alles brechen. Das würde sich wenigstens lohnen. Jetzt sehe ich nur noch Leute, die so richtige Eisenbahnschienen an den Füßen haben und dann auf Rollstraßen hingehen. Ey, wir würden die Welt des Sports revolutionieren, wenn man uns lassen würde. Jetzt bist du zeitlich gerade so bei einem Drittel. Würdest du auch sagen, dass du spielerisch jetzt bei einem Drittel bist? Also von der Länge her? Ja, ungefähr ja. Also, das gibt's nicht, ne? Geflippt. Einmal falsch geflippt. Reset. Ja, direkt Reset auf jeden Fall. Was ist denn ein Punkt, wo du sagen würdest, da resette ich jetzt? Kommen solche Punkte im Spiel noch, so Momente, wo wirklich alles schief laufen kann, oder sind es mehr so die kleinen Sachen, die dich nerven? Können wirklich noch Momente kommen, wo alles schief laufen kann. Also wo wirklich was schief laufen kann, ist auf jeden Fall die Verbindungsbrücke zwischen Shell 1 und Shell 2, wo wir gegen den Harrier kämpfen müssen, also den Kampfjet. Den wir ja eben schon kurz gesehen haben, ne? Ja. Oben auf dem Deck. Ja, genau der ist das nämlich. Hätte man eigentlich sabotieren können. Hätte man sich denken können, dass der nochmal benutzt wird. Dass du da die Bombe entschärft hast. Au, auf den Rücken auch noch. Das ist halt keine Krankenversicherung. Auf der Treppe. Ja, möchte ich mal gerne wissen, wie das ist. Na, ist ja im Einsatz passiert. Abbruch. Auf jeden Fall Krankschreibung. Ja. Ob das dann der Arbeitgeber übernimmt, oder? Ja, aber wer hat auch gesagt, wir haben jetzt gerade die AK-47 geholt. Mhm. Und jetzt rennen wir hier als Wache rum. Ah. Ein bisschen richtig stealthen jetzt mit. Ja, jetzt müssen wir einmal richtig stealthen. Braucht man denn die Waffe auch, damit die Verkleidung perfekt ist? Ja, weil die Wachen außerhalb der Shell laufen mit FAMAS herum. Und die innerhalb der Shell mit AK-47. Okay. Und haben auch einen ganz anderen Suit. Also der Suit hier, der ist braun. Und die Wachen draußen, die haben einen grauen Suit. Ja, cool. Kann ich mich auch fast gar nicht mehr dran erinnern, an den Part. Jetzt rufen wir hier den Aufzug. Und da habe ich mir einen kleinen Schummelzettel hier neben dem Monitor gehängt. Erst auf B2, dann auf B1. Weil das habe ich immer noch durcheinander. Ich glaube, Teil der Mission ist es jetzt, wir suchen den gefangenen Präsidenten der Vereinigten Staaten, oder? Ja, noch nicht ganz. Also, wir suchen jetzt erstmal den CIA-Agenten Ames und den können wir nur ermitteln mit dem August. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist der guten Feind. Guten Morgen, guten Morgen. Tritt ins Gesicht!
Es läuft jetzt allerdings alles andere als glücklich. So. Ja, was kommst du da? Der Vorteil ist, der Aufzug kommt trotzdem und wir können ihn sogar nutzen. Wir haben jetzt den gelben Alarmmodus. Oh, und ab auf B1. Andere Schwierigkeit gerade. Alarm wieder zurückgesetzt. Du hast es ja vorhin ausgeführt, auch Alarmphasen sind nochmal natürlich länger bei normal. Du kannst auch den, bei den ganz schweren Schwierigkeitsgraden einstellen, dass das Spiel Game Over beim Entdecken ist. Ja. Ist natürlich auch geil. Game Over einmal entdeckt werden. So, komm mal her, mein Freund. Den brauchen wir jetzt für den Retina-Scanner. Da draußen. Kurz mal immer wieder ein bisschen würgen, damit er sich nicht losreißt. Genau, also beim zweiten Armwirbel auf jeden Fall einmal würgen, weil wenn er noch einmal mit den Armen wirbelt, dann hat er sich losgerissen. Dann macht er eine Sache, wenn wir wieder zugreifen wollen, bückt er sich einmal und wir können nicht zugreifen. Dann tritt er uns und warnt alle um sich herum. So, hier drücke ich schon gerne Select. Damit wir die Call-Animation überspringen. So, und jetzt wird's knifflig. Wir müssen Ames finden. Der kann hier. Ach, hier sitzt er schon. Also, der kann überall sitzen. Das ist es nämlich. Das wird vom Spiel vorher schon bestimmt. Also, da sagt das Spiel schon beim Laden: Okay, Ames sitzt da und dann sitzt er auch da. Ja, normal wäre es da mit dem Abhörgerät nach dem Herzschrittmacher zu suchen, wer ist eigentlich diese Person, weil du kennst das Aussehen nicht. Man weiß nur diese Herzschrittmacher-Geschichte. Okay. Genau. Am einfachsten ist das, wenn da überall Frauen sitzen. Also es gibt auch die Situation, da sitzen dann überall Frauen und den erkennt man sofort an den braunen Haaren. Und die Frauen haben alle graue Haare. Und ganz fies wird es, wenn die überall das Jennifer-Plagiat reinsetzen. Wir nennen es immer Jennifer. Wir nennen sie immer Jennifer, weil die Jennifer heißt, die Dame. Die hat nämlich ebenfalls braune Haare. Aber trägt halt einen Rock. Also dementsprechend ist das wieder einfach herauszufinden, wo Ames sitzt. Deine Verkleidung ist dahin natürlich. Ja. Bei uns wurde gerade die Maske abgezogen. Also, wenn es jetzt russische Soldaten oder so sein sollen, Ryden mit seinen langen blonden Haaren und so, könnte auch ein Russe sein. Ist es so? Haben Russen blonde Haare? Vielleicht ein moderner Russe. So ein moderner, so. Denk mal an Ivan Drago zurück. Ja, okay. Okay. Der Schwede, der aussah wie ein Russe. Ja. Yeah. Seine Frau auch. Stallones Frau. Wobei, meinst du die Frau bei Rocky 4? Weil es war nicht deine Frau. Bridget Nielsen, nein, ich. Aber das war ja Stallones Frau. Auch. Ja, ja. Und dann Fufi. Vielleicht haben wir jetzt das Glück, eine Wache mal eben zu sehen, weil ich habe jetzt extra nochmal die Verkleidung angelassen, weil ich sage es ja gerade, die ist braun und die der Wachen hier ist grau. Das heißt also, so oder so würden wir auffallen. So, wir sammeln jetzt das PSG-1 ein. Mhm. Sniper Rifle. Da ist er, da unten links. Und deswegen, also, ob du dich jetzt als Shell One-Wache verkleidest oder nicht, du fällst auf. Außerhalb. So, jetzt haben wir uns das PSG-1 geholt, das Scharfschützengewehr. Das werden wir jetzt in der nächsten. Auf der nächsten Brücke werden. Nee, übernächsten Brücke werden wir es einmal verwenden. Für einen Schuss. Dafür mussten wir es jetzt holen. Aber wir brauchen es auch für später. Ja, meine ich ja. Da gibt's ja noch eine andere Sequenz. Genau. Ohne zu viel vorwegzunehmen, weil wir bekommen ja eh nichts von der Story mit. Nee, stimmt. Relativ wenig. Dafür erklärt ihr doch alles. Für die Zuschauer. Genau. Ja, so. Mit Kojima blutet das Herz, ne? Ihr sollt doch selber die 80-Stunden-Codec dann euch anhören. Wenn du jetzt gesagt hast, du hast in deinem Stream schon alle Spiele durch. Speedrunst du im Moment nur den zweiten oder hast du auch den ersten oder vielleicht sogar den dritten? Ich habe mit dem zweiten halt angefangen, weil ich den zweiten damals sehr häufig gerunnt habe. Da war meine PB aber noch nicht alles, da war die alles andere als gut, sagen wir es mal so. Zu PS2-Zeiten, da war ich auch noch sehr jung, unerfahren. Moment. So wie Raiden. So wie Raiden. So, hat gesessen, nice. Jetzt wählen wir die SOCOM aus. Einmal da drauf, einmal, upsala,
einmal da drauf, einmal auf beide Zehenspitzen stellen und wieder runter, einmal aha, da, einmal da und fertig. Wow, sehr gut. Das war gut. Sonst kabum, wenn du das nicht machst. Genau. So, jetzt kommt er wieder. Erzählt jetzt, hey, wir machen jetzt eine Geiselrettung, wir haben hier den Helikopter. Wir haben aber gemerkt, dass der Harrier unterwegs ist. Und jetzt steht hier auf der Brücke jemand, der nennt sich Solid Snake. Und enttarnt Plissken als seinen Bruder. Solid Snake. Unglaublich. Haben wir auch gleich einen Nachnamen? Hat nicht gezockt. Muss ich eben sagen. Harrier Fight konnte auch recht lange dauern. Ne? Der fliegt ja jetzt um dich drum herum. Zwischendurch wirft dir Snake, kannst du ja mittlerweile sagen, neue Stinger-Raketen runter. Die Stinger-Raketen sind ferngelenkt. Das heißt, wenn du einmal den Lock-On hast. Mhm. Jetzt haben wir natürlich den Helikopter erwischt, was nicht passieren sollte. Oh, Game Over? Nee, leider nicht. Leider nicht. Zum Glück nicht. So. Das heißt also, es dauert ein bisschen länger. Treffer. Auch Treffer, okay. Nehme ich in Kauf. Jetzt sammle ich hier einmal die Munition ein. Guck mal, wo der abgeblieben ist. Ach, gut. Jetzt macht er diesen. Und da ist er. Und man sieht es jetzt gerade, also es laggt extrem. Ne? Es laggt wirklich extrem. Da wollte ich auch damals auf die PlayStation 2 zurück. Ja, komm, bitte, noch einmal. Schön. Und wir haben 14 Raketen für später, die werden wir brauchen. Aber es laggt ungemein, leider. Im Gegensatz zum, jetzt hat er gerade gesagt, hier von wegen, ja, hier, ich bin jetzt Solid Snake. Ihr habt alle recht gehabt. Und somit ist jetzt Liskins Tarnung komplett aufgeflogen. So, jetzt springen wir hier einmal rüber. Ja, ein Glück, dass es so kaputt gegangen ist, dass du noch drüber springen kannst, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier... Ist hier nicht der Stroller? Unglücklich gelandet. Nee, der Stroller, der kommt später, aber den skippen wir. Ach ja, es sah so ein bisschen so aus. Natürlich kannst du auch hier angestrollt werden. Genau. Natürlich. Natürlich. Es ist halt ein Kojima-Siegel. Kein King-Shaming hier. Nee, was ich gerade sagen wollte, also Metal Gear Solid 4 läuft beachtlich flüssig gegen Metal Gear Solid 2 HD oder überhaupt gegen die Metal Gear Solid HD Collection. Und Metal Gear Solid 4 kam eher. So, jetzt... Findest du? Das ist schon ordentlich ruckelig, Metal Gear 4, aber ich habe es auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich fand eigentlich nicht. So, jetzt haben wir ja die Düppelgranaten eingesammelt. Wegen ihm. Der macht jetzt Alarm. So, aber hier kommt normalerweise eine Cypher. Eine Drohne. Ah, und die stören wir jetzt gerade damit. Die werden wir jetzt auch gleich einmal sehen, weil wir hören sie schon. Und hier ist die Stelle, wo normalerweise der Stroller kommt. Ja, wenn du dich lang genug hinstellst, dann sagst du, ach, guckt ja keiner hier. Genau. Das bleibt zwischen mir und dem Meer. Ja. Würdest du jetzt extra drei Stockwerke weiter runter, nur damit du da irgendwie aufs Klo... Das lädt doch geradezu ein. Exakt. Ja, so, jetzt habe ich gerade die zweite Düppelgranate geworfen, weil hier fliegen noch welche und die haben Gewehre. Die würden mich so gnadenlos dann in der Luft wegschießen. Jetzt kommt wieder ein längerer Blackscreen. Mit anschließendem Codec-Anruf? Natürlich. Natürlich. Es ist, man muss dem Oberst alles erzählen. Ja, der muss immer Bescheid wissen. Ist es die Disk-Fassung, die spielst, oder spielst du es installiert? Ja. Nein, ich spiele die Disk-Fassung. Tatsächlich. Muss man ausprobieren. Ich habe beide daheim. Ob das tatsächlich einen Unterschied macht. Du konntest ja leider nicht so schnelle Festplatten in die PS3 verbauen. Also grundsätzlich, das war auch wieder... Beide Spiele von Bluepoint umgesetzt. Also die machen ja normalerweise ganz gute Arbeit. Ja, definitiv. Also ich habe bei, wenn du jetzt den Run bei speedrun.com, wenn du den dort verifizieren lassen möchtest, dann musst du auch angeben, auf welchem Medium du spielst. Ob du jetzt eine SSD oder eine HDD eingebaut hast.
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der PS3 aussieht, ob du da jetzt eine HDD einbauen kannst, aber es sind ja ganz normale 2,5 Zoll Festplatten. Ja, SSD sollte auch gehen, wenn die in dem Formfaktor drin ist. Aber ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht, weil es ist ja der Anschluss, der es ausmacht. Ne? Irgendwann ist ja eine physische Grenze, wie viel Daten du maximal übertragen kannst. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt geht's. Also das hat gestern beispielsweise beim Proberun nicht funktioniert. Du drückst einmal den rechten Analogstick nach unten und Raiden dreht sich im Tauchvorgang noch einmal um. So kannst du direkt dann wieder zurückschwimmen. Und das klappt nicht immer, oder wie? Klappt leider nicht immer. Hm. Also ich weiß nicht warum. Also ich habe es mit zwei unterschiedlichen Controllern ausprobiert und es klappt nicht immer. Hm. Also ich glaube nicht, dass es am Controller liegt. Ich denke mal eher, das wird dann irgendwo intern im Spiel sein, dass der da irgendwas nicht berechnen kann. Hm. Ich würde auch sagen, die PS3-Controller heutzutage sind schon ein bisschen lasch. Na, gerade was die Sticks angeht. Ja. Weiß nicht, ob die dann noch so gut halten. Ja, ich erinnere mich. Das ist der Präsi. Da ist der Präsi. Den bitte nicht. Das ist der Präsi. Den bitte nicht abschießen. Genau. Er wird später der Endboss in einem anderen Game. Ich weiß nicht, ob du den Präsi unbedingt meinst. Nee, ist wahrscheinlich nicht der. Nicht der. Ist wie bei genau, der Präsi von Resi. Es sind wieder verschiedene, an die Leon dann drankommt. Ja. Ja, der Präsi von Resi, der ist ja im sechsten Teil umgekommen damals. Ja, aber es ist nicht der Präsi, der in Teil 4 in Loh schickt, um seine Tochter zu suchen. Es ist ein anderer Präsi. Nee, ist das ein anderer Präsi? Ist ein anderer. Ach. Nicht der Vater von Ashley. Ich muss zugeben, ich habe 6 nie durchgespielt. Warum auch? Ich wollte fast sagen, schäm dich, aber ist schon okay. Ist schon okay, oder? Ist schon okay. Ich habe immerhin 5 durch. So, jetzt kam Ocelot rein in den Raum, hat uns überrascht und hat den Präsi getötet. Ocelot! Aber der Präsi wollte sterben, der wollte, dass wir ihn erschießen. Und Raiden hat sich natürlich geweigert, ihn zu erschießen. Und dann stand Ocelot um die Ecke. I took these photos. Der Sack. Aber ich glaube schon, dass in Ocelot irgendwo ein Guter steckt. Es ist nur der Arm, der ihn böse macht. Sein rechter Arm. Der verbliebene Arm. Ocelot wurde ja der Arm von Liquid Snake transplantiert. Nach dem ersten Teil. Ja, ich erinnere mich. Liquid Snakes Arm übernimmt sozusagen den Körper von Ocelot. Wobei, wollen wir über Metal Gear Solid 4 Spoiler sprechen? Na, es ist eher. Of course! Ich glaube, das kann sich keiner merken auch. Also, in diesem Spiel ist es so, dass der transplantierte Arm von Liquid Snake quasi aus Ocelot Liquid Snake macht. Brother! Da bist du ja wieder. Bei Metal Gear Solid 4 stellt sich heraus. Die haben so eine Art mentales Armdrücken gemacht und der Arm hat gewonnen. Ja, Ocelot war so nie übernommen vom Arm, sondern er hat sich unter Selbsthypnose gesetzt, damit er glaubt, er würde von Liquid Snake übernommen werden, aus Gründen. Das wusste ich noch nicht mal mehr. Kojima. Oder so, aus Gründen. Ja. Mein Gott. Aber trotzdem geil. Es soll so konfus sein. Ja, also, aber es ist halt echt. Lustig. Man muss es ja so haben. Also die Geschichte von Metal Gear Solid, die ist schon sehr konfus. Das ist wahr. Aber geil. Oh, bei Game One hätten wir eine Confusius-Rubrik gebraucht, ja, wo einer einem diese ganzen Facts erklären möchte und dann selber durcheinander kommt. Ich glaube nur, wir hatten keinen, der es wirklich hätte erklären können. Confusius. Zur Lore einmal, warum ist hier alles überschwemmt? Wir haben jetzt die Tür geöffnet, uns schwamm jetzt gerade der tote Körper von Peter Stillman entgegen. Das war der Bombenentschärfer. Hm. Ja, der hat hier der mit hat der hier Sprengung ist das Wasser reingekommen. Ja, genau. Also ich hatte immer so ein bisschen so eine leichte Panik, wenn ich durch diese Bereiche da durchgegangen bin. Das ist schon so ein richtiges Gefühl, wie sie das unter Wasser dargestellt haben. Absolut. Ich fühle mich da auch immer an diese ganzen Katastrophenfilme erinnert, wo irgendwelche Leute wo durchtauchen müssen und so. Oh. Da gab es auch mal irgendeinen Film mit wie heißt der, Kurt Russell, ne? Poseidon, Remake. Genau, das war so ein geiler Film. Ja, gab es auf jeden Fall einige, ne, wo irgendwie auch Leute gerettet werden mussten und sie mussten dann da durchschwimmen und dann hängen die auch immer irgendwo fest. Eben. Und dann, weil der andere noch seine Diamanten mitnehmen wollte. Das war mir klar. Ja. Da gibt es sogar eine Phobie, die diese mechanischen Bauten unter Wasser fürchten. Submechaphobia. So, wie das Loch hier im Maniac Forum, meinst du? Ich weiß es nicht, aber ja, wahrscheinlich schon. Na, die teilen dann auch immer Bilder von so untergegangenen Geschichten und alle kriegen dann immer Angst. Man kann vor allem Angst haben. Wir haben hier den Vamp-Boss-Fight, der ab und zu mal aus der Wassergrube da auftaucht. Wir dürfen nicht ins Wasser in der Mitte reinfallen, weil es ist, glaube ich, irgendwie schweres Wasser, was uns sofort nach unten zieht. Aber ihm als Vampir macht das nichts aus.
Das ist, ist, auch, ein, das ist aber ein schöner Bossfight. Ja, aber das ist voll krass, ne, mit schwerem Wasser. Das ist wirklich krass. Wenn man sich das mal anguckt, so, du würdest darin nicht schwimmen können. Du würdest einfach fucking versinken. Ja? Ja. Also, es ist krass. Aber du hast ihn hier gut und zeitig wegbekommen, also. Ja, also es gibt so einen kleinen Trick, den habe ich jetzt gerade im, ich habe jetzt gerade zum Aufwärmen ein bisschen Boss Survival gespielt, da habe ich das tatsächlich hingekriegt, den kriege ich auch leider nicht immer hin, dass du Vamp in einem Zug direkt am Anfang töten kannst. Aber da musst du auch den Lag der PS3 ausnutzen tatsächlich. Und da musst du den Lag auch verstehen. Muss eins mit dem Lag werden. Ja. Genau. Du musst Ed von Lag werden. Das sind alles Game One Charaktere. Ja, Ed von Lag. Das ist eh von jedem der andere. Also der Confusius. Ja. Man, aber wir Ed von Lag kommt immer vorbei und macht dir deine Kombos kaputt. Ja, das ist super. Der hält den Stick fest, ne, oder so. Ist eine Schande, dass es das nicht mehr gibt. Tja. Aber brauchst du heute am Tag eine Gaming-Show, eine wöchentliche? Nein. Dreck. Jetzt haben wir hier das berühmte Klotz am Bein. Ach ja. Jetzt müssen wir Emma natürlich retten und sie hat Angst vor Wasser und kann nicht schwimmen. Emma, weil sie damals im heimischen Pool fast ertrunken wäre. Aber warum ist sie denn auf einer Plattform im Meer? Emma ist eine Wissenschaftlerin und die Stiefschwester von Otacon. Ja. Stimmt, das war ja. Und natürlich, jeder hat hier immer mit jedem irgendwie eine Verbindung. Genau. Und da hat er natürlich ein persönliches Interesse, weil Otacon ist ja auch hier und hält mit uns zusammen mit Solid dann Rücksprache, dass seiner Stiefschwester nichts passiert. Da ist er. Emma, schön. Ach, du lebst. Was machst du denn da? Ja, gut. Jetzt müssen wir natürlich eine Pause müssen wir einlegen unterwegs, weil Emma kann nicht so lange unter Wasser bleiben. Klar, sie ist Wissenschaftlerin, ne? Und dementsprechend nicht so trainiert wie Raiden. Sie kann bestimmt auch nicht flippen. Sie kann auch nicht flippen, nein. Sie kann auch nicht richtig laufen, deswegen müssen wir sie an die Hand nehmen. Nicht schwimmen, nicht flippen, nicht schießen. Sie hat die Wissenschaftlerbeuge schon mal im Rückgrat. Vom vielen Reagenzgläser hochholen aus dem Regal. Und man hat sich dabei noch den Knöchel verstaucht. Jetzt würde ich aber echt wirklich gern so ein Schiff-Untergeh-Katastrophenspiel spielen wollen mit der Engineer. Ja, auch ich ganz glaube, geil. Das wäre sogar verdammt geil. Ja. Das würden sie ja ganz gut hinbekommen. Es gab, ja. Wie hieß das? SOS? SOS auf ja, ne? Super Nintendo. Dieses Katastrophensimulator, so ein bisschen. Ja. Es gab ja noch im Beta-Content von Metal Gear Solid 2 gab es ja noch eine Flucht vom Tanker. Und das haben sie ja hier anschließend rausgenommen. Oh, das wusste ich nicht. Die haben nur gezeigt, wie Snake quasi absäuft. Und das war's. So, was wir jetzt machen. Wir machen Emma schläfrig. So, weil hier rennen Kakerlaken rum und. Hat sie Angst vor. Ja, hat sie richtig Angst vor. Und deswegen. Eieiei. Aber dafür können wir sie jetzt easy durchschieben durch die Kakerlaken. Ja, definitiv. Und mit dem Kopf definitiv. Voran, ja. Ah, das, will sie, das mag die ganz das sicher. Das mag sie wirklich ganz gerne. Was kitzelt denn da hinten im Haar? Ah. So. Das Kuriose ist, die pennt noch. Ja, und kaum kommt der Aufzug oben an, steht sie wieder. Sie hat noch Kakerlake im Haar. Und dein Dutt bewegt sich. Ich habe gar keinen Dutt. Das ist natürlich richtig schön, Gregor. Du hast es ja gerade erwähnt, die analogen Knöpfe, ne? Mhm. Die musst du teilweise so tief eindrücken, damit die Hände richtig greifen. Das zeugt von emotionaler Bindung. Das ist wie bei Ico. Ich kann sagen, du musst das richtig wollen. Ja. Aber das ist jetzt wirklich so die langweiligste Stelle, glaube ich, im gesamten Run. Emma retten. Aber hier können wir Donations vorlesen oder so. Genau. Ganz easy. Ich glaube, das ist bei GDQ auch gang und gäbe. An der Stelle und an der darauf noch Time for Donations. Gut, dann lass doch mal ein Abo da. Ja. Wir haben einen Gaming-Kanal, Let's Play-Kanal, wir haben Kino Plus-Kanal, wir haben den Hauptkanal. Alles. Dann haben wir noch die Twitch-Kanäle, alle anderen. Alle. Alles abonnieren. Gregor hat einen YouTube-Kanal. Hast du einen Kanal? Ja, Twitch. Natürlich. Aber ich meine, nur Twitch, ne? Ja, du hast keinen YouTube-Kanal. Okay. Ja.
Sozusagen, wenn ihr schon abonniert habt, deabonniert und abonniert nochmal. Einfach nur fürs Gefühl. Ja, auch. Aber gerade Zahlen behalten, weil ansonsten hat man deabonniert irgendwann mal. Immer zweimal klicken. Auch so eine Sache, wir haben jetzt hier diese Rampen, weiß der Geier, wo die auf einmal herkommen. Weil gerade hatten wir die ja nicht. Schnell hingebaut. Ja. Ach, Mist. Nicht ganz aus. Nein. Du stehst ungünstig, Junge. Wahrscheinlich, oder? Jetzt geht's. Ja, ich stand, glaube ich, zu nah dran. Da musst du nur ein, zwei Pixel zu nah stehen und dann ist Ende. So. Puh. Wir kommen nicht rein, aber Emma hat die Karte dabei und dementsprechend kommen wir durch. Ist ja doch nützlich. Ja. Obwohl sie nicht flippen kann. Aber hätte sie uns die Karte nicht einfach geben können? Ja. Aber sie will ja auch raus. Weil hätte ja vorher fragen können. Emma, hast du zufälligerweise die Karte? Ja, klar, hier. Okay, auf Wiedersehen. Nochmal einschläfern. Ja, wollte ich ja sagen. Schnell betäuben und weg. Ich sag nicht, wo sie ist. Klack, ach, ich finde die schon. Na, komm. Geht doch. Jetzt habe ich mich da reingestellt, weil ich sonst noch mit Emma ein bisschen hätte noch manövrieren müssen und kostet ein bisschen Zeit. 56,15, ja, ist okay. Ja. Rettungsmission. Wir dürfen nicht über die Pontons, Emma schon. Wir müssen jetzt Emma beschützen durch Thermal-Sniper-Action. Normalerweise. Normalerweise, aber du weißt schon Bescheid, wo die Gegner sind. Also der Monitor, der ist eigentlich relativ hell eingestellt, also ich sehe sie sogar. Die Cypher, die werde ich jetzt noch nicht abschießen, aber zumindest schon mal... Na, wo ist er? Da. Zumindest die beiden. Und dann lassen wir Emma erstmal ein bisschen laufen. Ich darf nicht auf Emma zielen mit dem PSG-1, ansonsten stolpert sie. Und ich glaube, das kostet 7-8 Sekunden. Ja. Ja, Hauptsache, die fällt nicht irgendwie dann von der Brücke kurz vor Ende und dann darfst du es nochmal machen. Ja, wenn ich jetzt mit der M9 auf sie schießen würde, dann würde sie von der Brücke runterplumpsen. Ja, wollen wir hier einmal die große traurige Geschichte der Familie Emmerich mal kurz durchsprechen, weil Otacon, Hal Emmerich. Bitte, weil ich persönlich weiß die gar nicht mehr. Mhm. Also, ist ja die Stiefschwester von ihm. Ja, das heißt, ich glaube, wie war das? War das, die haben den gleichen Vater und der Vater hat eine neue Frau geheiratet, nachdem die Mutter von Otacon geschieden ist, weiß ich jetzt nicht mehr, wie es war. Diese ganze Sache mit dem Pool, wie sie passiert, ich hoffe, ich kann mich noch halbwegs gut dran erinnern. Zumindest war die Krux an der Sache, dass Otacon hatte eine Affäre mit seiner Stiefmutter. Genau. Und das gibt er zu. Dann danach. Ich weiß nicht, war dann da auch schuld an dem, war es nicht so, weil er die Affäre mit der Stiefmutter hatte, hat er nicht bemerkt, wie Emma in den Pool gefallen ist und deshalb er sollte ursprünglich auf Emma aufpassen. Er sollte so aufpassen und dann hat er aber gestiefmuttert. Ja. Bedenklich. Der Otacon. Auf jeden Fall. Hat so ein bisschen Spaß noch dabei gehabt. Er erklärt das gleich alles in Codex-Sequenzen. Ja. Warum? Ich verstehe nicht, warum sie die ganze Zeit diesen Agenten mit ihrem Privatshit volllabern. Ach, übrigens, hast du mal Godzilla gesehen? Komm, ich erzähle dir mal den ganzen Film. Ja. Es ist so kontraproduktiv einfach. Ich habe nichts dagegen. Aber vielleicht sollte man da die Leute austauschen. Was meinst du? Das ist ja auch das Nervige, wenn Rose anruft zum Beispiel. Jack, kannst du dich da auch noch, auch geil, Plot-Twist, ne? Jack und Rose, ne? Mhm. Jack, kannst du dich an unser Treffen im Kino erinnern? Du hast gesagt, hier, nee, ich habe gesagt, das ist das Chrysler Building und dann sagtest du, nein, das ist das Empire State in King Kong und so. Und
Ja, also ja, ich weiß, es gehört dazu, eben so Beziehungsgespräche, ja, während einer Mission mit unserer Liaison, also die mit uns dann quasi Kontakt dann hält, zu führen, aber automatisch unsere Freundin ist, mit der es gerade Knatsch gibt. Ja, vielleicht ist es aber auch die einzige Chance, dass die beiden überhaupt mal was zusammen, ja, machen. Vielleicht geht das nur auf der Arbeit. Weißt du, Raiden, sonst hörst du mir ja nie zu. Genau. Aber jetzt kommst du nicht weg. Da wollte ich gerade sagen, da hat sie die Chance genutzt. Die macht es eigentlich sehr smart. Eigentlich, ja. Auf Mission kann er sie, darf er sie nicht muten. Ja. Ja. Keine Widerworte, sonst kriegt er einfach später nicht die Codes. Kein Klebeband dabei. Auch noch eine Besonderheit gegenüber höheren Schwierigkeitsgraden auf Very Easy, Easy und Normal, glaube ich, auch noch, sind keine Claymore-Minen auf den Pontons. Mhm. Ab Hard sind dann zumindest auf der Brücke hier Pontons und auf der da hinten auf Extreme und European Extreme. Also die muss man dann auch noch abballern, bevor sie drüber laufen kann. Die muss man auch noch wegschießen, genau. Ja, es kann doch schon recht anstrengend werden, auch wenn sie sich vergleichsweise langsam bewegt, aber oh scheiße, habe ich irgendwo was übersehen, habe ich den einen nicht und schon kann es wirklich den Game Over bedeuten. Ja, ich stecke ja immer das PSG-1 weg an der Stelle, damit ich bloß nicht auf Emma ziele. Damit sie nur nicht stolpert, um Zeit zu sparen. Jetzt ist es aber gestern im Run so passiert, ich habe hier die Gegner vergessen und ich habe dort die Gegner vergessen. Und dementsprechend haben die Gegner dann auf Emma gezielt und geschossen. Ja, und das hat natürlich auch wieder gekostet, weil sich Emma dann natürlich in Deckung begibt. Also zumindest in geduckter Haltung. Ihn erkennen wir auch. Das ist Solid Snake. Support macht er. Support auf jeden Fall. Der Support wartet jetzt Snake darauf, dass wir ihn anrufen und sagen, hey Snake, kannst du mich unterstützen? Ich schaff das alleine nicht. Emotional Support Snake. Jeder sollte eine haben. Macht er denn überhaupt was? Nee, jetzt aktuell nicht. Wie gesagt, ich müsste den jetzt beim Codec anrufen und dann wird er tatsächlich auf die Cypher und auf die Gegner schießen, die hier erscheinen. Aber die müssen sich in meinem Blickfeld befinden. Das heißt also, ich darf nicht so schauen. Ich muss tatsächlich dann durch das PSG 1 schauen. Dann kannst du auch selber umbauen. Ja, ja. Ne? Ja, auf Very Easy auf jeden Fall. Auf höheren Schwierigkeitsgraden, da rufe ich ihn tatsächlich noch zum Support an. Wo ist denn die Emma? Ach, da hinten, jetzt sehe ich sie. Da hinten ist er, genau. Sie ist auch jetzt fast durch. Sie müsste so auf diese Höhe. Und dann wird der Bild schwarz. Der Bild. Ja. Da! Perfekt getroffen. Weil jetzt kommt ein alter Bekannter. Oh nein, Vampi. Mr. Ben. Ein Schuss down. That was easy. Geht schnell. Ja, jetzt, was ist passiert? Der hat Emma gekrallt und hat ihr mit dem Messer in den Bauch gestochen. Dadurch wurde sie lebensgefährlich verletzt. Jetzt muss Emma aber noch ein Virus hochladen, damit die Metal Gears irgendwie gestört werden, damit die ausfallen. Klar. Und so hat Snake direkt gesagt, okay, ich gehe und hole Emma von der Pontonbrücke. Während Raiden erstmal vorne stand und sich dachte, was ist da jetzt schiefgelaufen? Mhm. Und jetzt verfolgen wir einfach die Blutspur, die hier mal so hier und da zu sehen ist. Also weil wahrscheinlich mit Wärmesichtgerät hättest du eine bessere Übersicht, ne? Die Blutspur, das könnte möglich sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Mhm. So, wieder den Jump machen, damit wir das Momentum nicht verlieren. Uff. Na? Ah. Auf Very Easy sind diese Platten immer wieder neu installiert. Wer baut die denn da wieder auf? Die fallen doch runter. Alles, also warum fallen die auch runter? Warum klappen die nicht nur auf und dann wieder zu? Das ist Ocelot, der die wieder aufbaut. Ah, Ocelot. Damit er was zu tun hat. Ocelot, Trockenmaurer, ja, und. Ja. Den siehst du so selten. Ocelot und Olga, die bauen das wieder auf. So, jetzt liegt Emma natürlich im Sterben. Jetzt ist Emma gestorben und Otacon ist natürlich mega traurig deswegen. Und erzählt uns brühwarm die Geschichte. Und Snake hat uns soeben verraten. Snake! Nani? Das kann nicht sein. So, das lief gut. So, jetzt kommt eine Stelle, die wir nicht überspringen können. Das ist diese hier. Wir sind nämlich hier gefangen. Ah, die Folterung.
Jack ja. Ripper. Muss ja auch eine mit drin sein. Tschüss. You know this fellow? Und Raiden ist ab jetzt auch ziemlich leicht bekleidet. Mhm. Aber für die Jüngeren unter uns ist es im Spiel schon gepixelt alles. Genau. Beziehungsweise es gibt einen lustigen Gag. Man kann, nachdem man von dem Kreuz entkommen ist, kann man sich dann nochmal dran stellen. Und die Kamera, die zoomt dann so raus, dass ein Strohhalm über seinem... Der aus dem Park gegangen. Der ist schon lustig. Warum, das nicht? Schön, warum nicht? Der Kojima, ey. Der Kojima. Also da stand Ocelot zusammen mit Solidus gerade, der ihm sein Auge gefetzt hat nach dem Harrier-Kampf. Er war ja im Harrier, den wir bekämpft haben. Hm. Und als der Präsident der Vereinigten Staaten siehst du auch cooler aus mit einem. Der sollte sich langsam mal überlegen, ob er noch genug Körperteile hat, um weiter so Risiken einzugehen. Ey, wenn das eher alles Klone sind, du hast wie so einen Selbstbedienungsladen, ne? Ja, stimmt. Von dem einen mal den Arm, von dem anderen mal das Auge. Rein. Das ist doch so, kurz mal der Twist zur Story. Olga hat uns jetzt gerade erzählt, sie macht gemeinsame Sache mit Snake. Oh. Sie macht gemeinsame Sache mit Snake und hat uns dementsprechend hier zur Flucht verholfen. Jetzt hätten wir normalerweise auf Rose Anruf warten müssen. Haben wir nicht gemacht, wir haben sie direkt angerufen. So. Du Flip. Und hier auch schon direkt Select Spam. So kommt man direkt in den Codec rein. Ohne dass ein Anruf kommt, weil sonst kommt ein Anruf und ich kann den hier nicht skippen. Dann müsste ich erstmal warten, ansonsten löst der den Alarm aus. Hier werden, und wir wollen den Alarm später auslösen. Hier werden die besten Codec-Gespräche, die müsste man sich eigentlich anhören, wenn es nicht an Speedrun wäre. Die müsste man sich wirklich mal anhören, ja. Weil es sind echt ein paar Classic Lines vom Colonel mit dabei. Zum einen das und zum anderen werden da auch gerne mal Spielsequenzen aus dem ersten Teil und aus den NES-Titeln mit eingeblendet. Mhm. So, jetzt haben wir Boost. Sehr schön. Ja, das lief auf jeden Fall sehr gut an der Stelle. Was ist das? Lohnt sich, das Rad zu lernen, ohne die Hände nach oben zu packen, sondern freihändig, wenn du mal in so einer Situation bist, ja? Balls to the face. Wir stellen uns jetzt hier hin. Werden jetzt 5 oder 6 Gespräche werden wir jetzt annehmen. Also, das war jetzt das erste, das ist jetzt der zweite. Nach dem dritten Anruf erscheint oben rechts im Radar eine sogenannte Pin-Up-Szene, die ist aber völlig ungefährlich, weil die hat immer noch was an. Dann ab dem Zeitpunkt nochmal 3 Anrufe, genau, 6 Anrufe sind das. Und dann geht das Spiel weiter. So, jetzt verschwindet die Dame im Radar. So. Jetzt noch 2 Anrufe und dann erfahren wir, dass Rose schwanger ist. Das zeigt wirklich, was Metal Gear eigentlich ist, ey. 6 fucking Anrufe und du kannst einfach nicht weiterspielen. So das Äquivalent von, warum ein Meeting machen, wenn es eine E-Mail auch getan hätte. Genau. Ja, by the way, ich bin schwanger. Genau, das by the way, ich bin schwanger, genau. Das sagt sie uns jetzt zum Ende. So, jetzt ist Snake aufgetaucht, hat uns erstmal unsere Ausrüstung wiedergegeben und ein Schwert geschenkt. Mhm. Oh. Und mit diesem Schwert dürfen wir jetzt, mit diesem Schwert dürfen wir jetzt 1 Minute 30 trainieren. Das ist ja so ein bisschen Raiden-Foreshadowing, ne? Also hier. Müssen wir 1 Stunde 30 trainieren? 1 Minute 30 oder kannst du es abbrechen? Nee, das kannst du nicht abbrechen. Du musst tatsächlich 1 Minute 30 trainieren. Also, musst du nicht, aber ich mache es jetzt. Ja, einfach nur, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Aber das ist quasi die Geburtsstunde von Metal Gear Rising, weil hier hat er das Schwert bekommen und das wird er auch immer behalten. Ist auch ganz cool, dass du da mal mit dem Schwert unterwegs gewesen bist. Haben wir jetzt von Snake bekommen, der es von Olga bekommen hat. Wir haben es kurz in der Cutscene gesehen, hier der neue Ninja gewesen ist. Der Cyber-Ninja. Genau. Ah, okay. Da steckt der Olga. Später wird der Raiden dann. Oder ist Raiden dann nicht später der Cyber-Ninja? Ja, genau. Was von ihm übrig ist. Ne? Also, ja, aber da sind wir wieder beim Klonen und so. Theoretisch kannst du alles machen.
Ja, Raiden wird ja künstliches Blut verabreicht und dadurch wird er zum ultimativen Ninja. So, was wir jetzt machen werden, wir greifen jetzt direkt zu AK. Snake hätte theoretisch für uns unendlich Munition übrig. Na komm. Ach Mann, ey, hier läuft aber auch echt nichts, ne? Ich lauf mal einfach, mal gucken. Now you're talking. Ja, now we're talking, genau. Ja, so sah's bei mir auch ungefähr aus. Ja, du und Stealthen. Ja, so stealth ich auch. So, da habe ich mich an die Wand gelehnt, hab dreimal geschlagen und konnte mich so durch die Tür glitschen. Sehr gut. Jo. So, einer der wenigen Glitches, wie gesagt, in dem gesamten Game. Also die haben das Spiel wirklich sehr gut gebaut. Kaum Fehler übersehen. So, was ich jetzt hier mache, ich gucke jetzt die ganze Zeit nach oben. Weil da kommen auch Gegner aus der Tür. Die haust alle mit den Stingern weg? Die hau ich alle mit den Stingern weg, genau. Und um die unten rum, da kümmert sich Snake drum. Ah. Mhm. Cool. Sonst hätte man hier eine gute Methode, eben wirklich mal mit dem Schwert Action zu machen. Na, wenn die unten landen, mal seine Moves so ein bisschen auszuprobieren. Ja, aber so geht es natürlich schneller, oder? Ja. Ich nehme an, das ist der Gedanke. Ja. Dass die da oben aber auch nicht schneller. Dass die da oben aber auch nicht sagen, 500 Leute sind schon untergesprungen. Es ist nichts passiert, das ist ganz normal. Fischen Mail. Da ist es. Ja, wir befinden uns gerade inmitten einer künstlichen Intelligenz. Und die ganze Zeit, das ist der Plot-Twist des Spiels, hieß es, es ist nur ein Spiel. Ja, fast, es ist, ne? Es war nie ein Militäreinsatz, es war immer ein Spiel. Aber ab wann? Naja, eigentlich diese ganze Mission von Raiden, wir sind jetzt, ich muss mal gucken, welcher Plot-Twist damit gemeint ist, weil es gibt einige hier in dem Spiel, ist, glaube ich, die sogenannte S3, ja, so die Solid Snake gedauert. Simulation. Was sie aufgebaut haben, um Soldaten von der Qualität eines Solid Snakes nachzuziehen. Deshalb ist der Aufbau des Spiels und die Boss-Encounter und die Sachen, die man machen muss, angelehnt an den Sachen, die in, in Metal Gear Solid 1 passieren. Na, wenn du, okay, da gibt's eine Foltersequenz und dann gibt's diese Mission und so weiter und so fort. Was der, glaube ich, aktuelle Twist bis dahin ist. Und mit den Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben, das sind auch KIs zu einem großen Teil. Der Colonel zum Beispiel. Mhm. Das hat mich super geflasht. Weil sie haben natürlich versucht, aus Jack, wie eigentlich Raiden in echt heißt, der war Kindersoldat aus Afrika, na, und den wollen sie zum perfekten Soldaten verfeinern. Und der perfekte Soldat ist natürlich Solid Snake. Wie machen wir das? Indem wir eine Mission wie damals auf Shadow Moses Island ungefähr versuchen nachzustellen. Mhm. Deswegen hat sich so vieles eben auch wie ein Déjà-vu angefühlt. Das denkt man am Anfang, denkt man es noch Marsch, und dann später stellt sich raus, das hat alles... Ist übrigens alles Kokolores dann am Ende, weil noch ein paar Twists kommen. Ja, ja. Am Ende wird es einfach ein Twist nach dem anderen. Ich weiß bis heute nicht das richtige Ende, aber ich weiß grob, was passiert. Aber was eigentlich das, jetzt? Das richtige Ende ist 4chan. Das ist die Legacy von Metal Gear Solid 2. Alles vorweggenommen. Die Volksverdummung. Ja, wir erfahren es ja jetzt beispielsweise, da steht Solid Snakes plötzliches Auftreten und so weiter. Das hat denen alles in die Karten gespielt und deswegen ist die gesamte Simulation quasi fehlgeschlagen. Weil er zu viel Hilfe hatte. Genau, weil Snake war da nicht eigentlich der Faktor drin. Ja, aber wie kommt denn dann Snake in die Simulation, wenn sie ihn nicht reinpacken? Ja, der ist ja eigentlich bei einer Umweltschutztruppe. Das war ja auch sein Hintergedanke, warum er den Tanker da überfallen hat, um da Beweise zu suchen, dass da Schmu ist und so weiter. Und die haben diese Mission dann infiltriert, zusammen mit Otacon und Olga. Okay, also die sind in die VR-Mission rein. Es ist keine VR-Mission, ne? Er wird zwar von der KI quasi an sein Gehirn Sachen rübergeschickt, aber ich glaube, das passiert alles in echt. Oder? Okay. No? Es ist wirklich verwirrend. Die sitzen nicht in einem Computer, in einem Virtual Reality Headset, sondern das passiert auch wirklich. Aber was ist dann daran VR? Es ist keine Ahnung, was VR ist. Simulation. Also, zumindest der Colonel und so ist ja eine KI. Da gibt es ja diesen schönen Moment, wo der Colonel irgendwann nur noch Quatsch redet und so ein bisschen abgehakt redet. Das ist ganz geil. Du hast recht schnell den Fight jetzt gerade gemacht. Ja. Ja, also sobald die den Mund aufmachen, die Rays, brauchen die tatsächlich nur einen Kopfschuss und dann liegen die sofort. Ist aber keine besonders gute Superwaffe dann, würde ich sagen. Wenn du die mit einem handelsüblichen Raketenwerfer ausschalten kannst. Die haben da wahrscheinlich irgendwo vergessen, noch irgendwas einzubauen. Ein Gehirn. Weil sobald die den Mund aufmachen, da ist ja die Railgun und wahrscheinlich ist da auch irgendeine Art Schwachstelle mit eingebaut.
Ja, wir bitten übrigens, wir haben natürlich uns jetzt aus nicht mehr absolut perfekter Erinnerung an die Metal Gear Solid 2 Story ausgetauscht. Wir wissen, dass da jetzt wahrscheinlich 15 Absätze schon geschrieben werden in den Comments. Schreibt das gerne, die konkrete Geschichte rein, weil ihr kennt euch besser damit aus. Mit Sicherheit. Also wir resümieren ja nur, was wir noch wissen. Und bei dir, würde ich sagen, ist da noch einiges hängen. Ja, aber natürlich auch nicht gut. Ne? Also da gibt's absolute Experten, die es in- und auswendig kennen. Natürlich seid ihr eingeladen, das auch vernünftig zu verschriftlichen. Du willst doch nur, dass sie kommentieren. Du willst doch nur die Kommentare nach oben drehen. Sie würden trotzdem kommentieren, aber anstatt fick dich, Gregor, ich hab dir mal was erzählt, Gregor, das wäre nett. Ja, das ist doch, aber ja. Aber komm, die Leute. Was fick dich dürft ihr aber auch reinbringen. Wenn es sein muss, Hauptsache Kommentar. Aber vielleicht wegen was anderem oder so. Du weißt ja, Videogames Serious Business. Das ist natürlich auch geil, ne? Snake jetzt bei einer Umweltorganisation, also quasi vom Militär zu Greenpeace, also schafft auch nicht jeder. Ey, alles daran ist, wir haben es ja schon häufig gesagt, ist so geil und auch visionär irgendwie, die Art, wie das Internet hier und Informationskonzentration als Gefahr wahrgenommen wird und dass du irgendwann keine Informationen mehr trauen kannst, wenn da jemand seine Hand drüber hat. Das ist alles so krass. Foreshadowing, Wahnsinn. Ich finde auch, dieses militante Umweltschutz-Ding ist auch eine Sache, die immer wichtiger wird oder immer relevanter auch irgendwo. So, das ist der Final Fight. Aber ich hatte echt... Sag dann gleich Time an. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich hätte schwören können, dass das viel mehr Locations hat, aber... Es ist der Anfangsschiff, dann diese drei Plattformen, die Shells. Und der Bossfight hier. Dann so ein bisschen irgendwas und dann der Bosskampf, genau. Ja, ich hätte es auch viel länger. Ja, ne? Auch, ja. Da sieht man mal wieder, wie lang das auch her ist. Und ja. Ja, aber auch, dass die Cutscenes und alles einen so ein bisschen einlullen und man irgendwann gar nicht mehr realisiert, dass man eigentlich nur zwei Missionen spielt. An den Bossfight erinnert. So, wir sind kurz vor Time, schon die zweite Stufe hier. Regie ist natürlich schon mit dem Finger auf dem Stopp-Button. Du bist auf jeden Fall schneller als die Zeit, die du uns vorhin genannt hast. Time. Okay. 1,16. 1,16,25. Not bad. Also, ich sag mal so, wenn wir es jetzt durchlaufen lassen, dann kann es PB werden. Ja, genau. Alright. Ja, wir sind gespannt. Der Abspann zählt noch zu, glaube ich, ne? Ja, weil du noch der Abspann zählt noch mit, ja. Also für die Ingame. Es kommt jetzt noch der Abspann. Danach kommt noch eine Telefonszene, wo Ocelot mit noch jemandem quatscht. Und dann ist Ende. Dann kommt der Endscreen und da steht dann die finale Zeit tatsächlich. Ja, es kann natürlich, ich weiß natürlich nicht, wie die In-Game-Time gezählt wird, ob da die Ladezeit mit rein sind. Es gibt ja auch viele Spiele, die Ladezeit rausnehmen. Der zählt alles mit. Also sobald du am Anfang den Radartyp ausgewählt hast, zählt der alles mit. Ja, aber ein sehr schöner Run, ne? Also so in dieser Kürze komprimiert das Spiel zu sehen. Wie war dein Gefühl? Du hattest ja einige Stellen, wo immer wieder mal ein bisschen was schiefgegangen ist, aber das konntest du ja alles gut ausgleichen, ne? Ja, mein Gefühl war tatsächlich, dass ich es auf jeden Fall nicht PB'en werde heute, aber man sieht's ja, ne? Also 1,16,26 sagen wir mal, ne? Geil. Also, ja, ist schon eine gute großartig. Zeit. 1,16,50 hatte ich gestern. Und jetzt nochmal 1,16,26 wird PB. Nice. So, sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, du bleibst dann auch immer konkret bis am Ende dieser 8 Minuten dann, wenn du das mal streamst oder so, dran, ne? Dann wird mit den Leuten ausgetauscht. Ungefähr. Oder hast du da ein Ritual? Wird da nochmal irgendwie Tänze gemacht? wird ein bisschen gequatscht. Ich habe ein paar Alert-Sounds, die werden dann gerne ausgelöst. Der Karamelltanz zum Beispiel. Dann, lieber nicht, bevor wir aus Schweden irgendwo geclaimed werden. Ja. Dann kommt auch gut und gerne mal vor, dass ich mich ein bisschen verkleide als Ingo, ne? Der Fukuhila-Man. Wer? Das ist sein alter Ego. Also Ingo, der Fukuhila-Man, das ist bei uns so ein Ding. Ach so, ich dachte, vielleicht noch unseren Ingo oder so. Ich dachte auch erst an unseren Ingo. Ja, wir haben ja einen Sprecher-Ingo für Game 1 und 2. Da ist er, okay, der Game-Hater. Ja, auch
du hast, Simon, die Story natürlich angesprochen. Also so, das wurde jetzt auch noch mal ausklabüstert von wegen, dass da, also Kojima hat auch so, man möchte Prophetisches nennen, aber der hat von sich selbst auch gesagt, hey, das waren so Ideenkonstrukte, die so herumgesponnen sind, die er noch mal ein bisschen Sci-Fi-mäßig ausgekleidet hat über Beanspruchung oder hier Überflutung von Informationen, dass die nichtigen Sachen dann die wichtigen irgendwie übertünchen. Es passt vielleicht auch ganz gut, dass ein Sprecher von Solid Snake David Hater heißt im neuen Zeitalter des Internet-Hates. Ja, da ist so viel, was irgendwie gut passt, oder man findet diese Verbindung einfach, weil man sie sehen will. Es ist aber interessant, es ist also Hammer. Gerade die Zeit hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan, etwas, ne? Wo am Anfang, wo es rausgekommen ist, viel noch darum ging, der Raiden-Twist gefiel Leuten nicht und dann, oh, es ist ja doch strukturell nah dran am ersten Teil, aber haben sie einen Grund genannt, warum? Weil es diese Simulation ist, die es dann nicht ist. Am Ende, ich hatte damals schon viel Spaß damit gehabt und fand die Konstrukte auch interessant. Ist auch einer meiner Lieblingsteile, muss ich sagen. Wobei, wenn du rein nach spielerisch gehst, wirst du wahrscheinlich den dritten eine Stufe höher gehen können. Spielerisch ist der dritte besser, aber der hat auch schöne Bosse und Dialoge und alles. Aber der zweite hat einen so richtig mitgerissen, weil man irgendwie nicht raffte, was passiert. Mhm. Und beim dritten hast du irgendwie damit gerechnet. Und der dritte hat so lange Zwischensequenzen. Ja. Ich weiß noch, die erste Stunde ist fast 50 Minuten nur Zwischensequenz. Das war aber Giga Games dann noch. Das war, ja, 2, auch, 4, wie gesagt, 5. auch der zweite Teil irgendwo schon. Nur die Ankündigung war noch lange vorher. Es wurde ja lange angekündigt. Aber auch noch mal zum Synchronsprecher David Hater für Snake. Es war natürlich eine Riesensauerei, dass Kojima Snake, den Snake-Sprecher David Hater, der wirklich Snake gelebt hat, zum fünften Teil ausgetauscht hat und auf einmal spricht den Kiefer Sutherland. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich meine, Sutherland ist ein cooler Typ auch für so eine Rolle, aber du kannst doch nicht so eine ikonische Figur einfach austauschen. Das muss irgendwas mit Geld am Ende gewesen sein. Es ging, glaube ich, auch. David Hater hat gesagt, er hätte Bock gehabt. Er wurde nicht gefragt. Ich glaube, es war Konami. Zu der Zeit hat Konami wahrscheinlich eher andere Sachen gesagt, weil da hatten sie Kojima ja fast schon richtig geschasst. Ne? Genau, das war doch die Zeit, wo die Schatz war. Das ist einfach die, wenn ich raten würde, wäre es dann die Kinofeierung, weil er so ein großer Filmfan ist und wenn es dann die Chance gibt von Jack Bauer. Und Kiefer Sutherland macht seine Arbeit auch nicht schlecht, aber er redet vergleichsweise wenig, weil seine Arbeit auch teuer ist. Also spricht er nicht besonders viel. Und für die Leute, die dann auf Metal Gear Solid 5 spielen wollen, ist ja auch schon 8 Jahre her oder so, oder 9. Aber da gibt es storymäßig ein paar Anknüpfungspunkte, wo man tatsächlich sowohl Sutherland als auch Hater stimmlich beide mit da drin sein können und ist nicht. Na, so eine vertane Chance zu denken, okay, jetzt kommt der Punkt, wo das und das, und dann spielst du das und dann, nee, ist alles. Ach, komisch. Naja. Ganz weird. Und hier das Ende von Metal Gear Solid 2 wurde ja auch noch angepasst, weil 9/11 ist dann passiert und eigentlich sollte das in New York, weil das Finale spielt ja in New York, noch viel heftiger sein, was da abgeht, mit großer Zerstörung und so weiter. Und hier hat man es ein bisschen limitierter umgesetzt. Schlechtes Timing. Ich hätte es aber gerne gesehen, also weil es ist wirklich nur dieser Kampf auf der Plattform. Ich weiß nicht, ob da auch was mit den Twin Towers geplant war oder dass die Freiheitsstatue kaputt geht oder irgendwie so. Ja, aber das kannst du machen. Die haben ja auch die Federal Hall ein bisschen eingerissen, aber nur im Minimum. Ja. Na, alles drumherum, klar, es standen auch Häuser schief. Aber es ist wirklich stark entschärft worden. So wie, es war ja auch der erste Spider-Man-Film. Da gab es ja auch noch die Promo, wo er dann zwischen den, ich glaube, den Twin Towers hin und her gesprungen ist. Genau, das war auch zu der Zeit. Na, das wurde natürlich auch nochmal alles angepasst. Natürlich auch nicht. Wurde in vielen Filmen und Medien auf jeden Fall sehr stark angepasst zu dem Zeitpunkt. Wie oft runnst du das denn jetzt? Wir hatten es ja zwischendurch mal eingeblendet und das könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung sehen. Du bist ja auch bei Twitch unterwegs. No? Richtig. Hast du da regelmäßig Metal Gear Solid 2 Runs oder ist es mehr, dass du casual Sachen spielst und ab und zu mal Metal Gear rein? Nee, regelmäßig nicht. Also ich runne halt zum Spaß und habe mir so gedacht, Mensch, jetzt bist du schon so gut dabei, zumindest was die PS3 angeht, dass du sagen kannst, okay, kannst du auch mal ein bisschen zeigen. Ich habe jetzt on-stream vielleicht so 15, 16, 17 Attempts gehabt. Das war's dann auch. Aber ich spiele es ja auch schon seit über 20 Jahren, muss man dazu sagen. dementsprechend gut kann man es auch, ne? Hast du denn alle Sachen, die du nachholen wolltest im Stream, bist du durch mit allen Haupt-Metal Gears oder spielst du auch die Spin-Offs? Wie sieht das bei dir aus? Also, bis zum dritten Teil bin ich durch. Den vierten Teil werde ich auch erst im September anfangen, weil mir momentan die Zeit dafür fehlt, aus privaten Gründen.
Und dann werde ich auch den vierten Teil anfangen, casual durchzuspielen, weil der hat halt so lange Filmsequenzen, da kann man eigentlich einen Kinoabend draus machen, statt einen Spieleabend. Ich kann dir sehr empfehlen, Unmetal. Kennst du das schon? Nee, das kenne ich nicht. Das ist Hammer. Das wird dir gefallen. Und zwar ist das eine Parodie auf die ersten beiden Metal Gear-Teile. Also nicht die 3D, sondern die 2D. Schön Top-Down, ne? Top-Down-Spiel. Oh, es ist so geil gemacht, weil du natürlich, es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel, aber es ist eine wahnsinnig gute Metal Gear-Parodie, wo auch irgendwie der Hauptcharakter ist auch irgendwie sympathisch und gleichzeitig ist er halt natürlich Solid Snake, aber es ist so meta und selbstreferenziell. Das wird dir als jemand, der das offensichtlich alles versteht, sehr gut gefallen, glaube ich. Ja, schau mal auf jeden Fall rein. Für den kostet nur ein paar Euro und es ist halt wirklich gut gemacht. Also auch viel Unterhaltung, Dialoge dazwischen, aber halt alles auf lustig. Viel Spaß. Freut mich richtig, dass du das noch nicht kennst. Ja, ich hätte auch noch einen kleinen Tipp, aber vielleicht kennt man das eher, ist auch schon ein bisschen älter. Never Stop Sneaking. Das klingt schon wieder. Habe ich auf der Switch gespielt, kann aber mittlerweile sein, dass es auch anderswo erhältlich ist. Ist auch so eine Top-Down Metal Gear Solid 1, so ein artiges Game, aber es ist wirklich eine Parodie, eine richtige Parodie von wegen aus. Die Cutscenes sind so nachgestellt mit so absurden Gags und das ist so ein bisschen mehr auf das Gameplay dann fixiert, ne? Dass du einfach nicht in Bewegung immer bleiben musst und dann die ganzen Sachen auslösen. Das hat mir eigentlich recht viel Fun gebracht. Das ist aber auch schon viele Jahre her, dass ich es gespielt habe. Gibt's auch auf der Switch zumindest. So, jetzt ist der Abspann fast zu Ende. Fast. So viele Leute, die daran gearbeitet haben, ne? Oh ja. Oh ja. Du kannst ja auch, abseits der Mission, kannst du auch sogenannte Dogtags, Hundemarken einsammeln, indem du die Wachen dazu animierst, anvisierst sich nicht zu bewegen. Und dann genau, anvisieren, freeze und dann auf den Kopf oder auf das Gemächt zielen. Und dann würden die dir diesen Dogtag ausspucken. Ich habe das Spiel nebenbei auch platiniert. Also das ist genial, wie viele Dogtags du da sammeln musst und wie viele Leute an dem Spiel gearbeitet haben. 1,2546 ist PB. Nice! Sehr schön. 1,2608 war gestern. Sehr gut. 17 Alarme, das ist auch verdammt wenig. Ja, aber das hast du ja bewusst in Kauf genommen. Und da stand 0 Kills, oder? 29 Kills waren es. Ach, 29 insgesamt. Kills. Okay, das war eine andere Null dann darunter. Stimmt, du hast ja auch einige dann um der Zeit willen dann umgenietet. Ja. Nice, good shit. Und kommt man mit 0 Kills in dieser Schwertsequenz überhaupt dann dahin? Nee, du musst wahrscheinlich den nur ausweichen und nach 5 Minuten ist dann jetzt vorbei. Nee, du kannst das Schwert, du hast zwei Optionen für das Schwert. Einmal betäuben und einmal verletzen. Und ich habe mich dann halt fürs Verletzen entschieden, weil Verletzen geht bei Solidus auf jeden Fall schneller. Wie kann man denn ein Schwert auf Betäuben stellen? Umdrehen und nur mit der stumpfen Kante drauf. Oh ja, so genau, Kenshin-Style. Genau. Ja. So also man sieht auf jeden Fall, dass Raiden eine komische Bewegung macht. Ich denke mal, er wird das Schwert gerade umdrehen dabei. Das ist es wahrscheinlich. Wir danken dir nochmal. Es war ein sehr schöner Run. Danke, sehr dass du den präsentiert hast. Gerne. Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Wir blenden gerne noch mal ein, da bist du bei Twitch unterwegs. Hatten wir zwar gerade, aber Noch mal. Einmal Reviersteiger. Twitch TV Reviersteiger. Genau. Hast du fixe Zeiten, wo du unterwegs bist? Sogar noch mal extra. Nein, also ich bin spontan dabei. Einfach den Follow hinterlassen, dann wisst ihr, wann. Genau, mindestens den Follow hinterlassen. Ja, wir kommen gerne nochmal rum, wenn du da nochmal was Neues entweder hier bei Metal Gear 2 angestellt hast oder wenn du mal was anderes runnen möchtest, gib da einfach Bescheid. Wir sagen euch da draußen, wenn ihr gerne mal mitmachen möchtet, speedrandale@rocketbeans.tv oder immer dieses Infett gespiegelt mit der Kamera. Oder alternativ meldet euch direkt bei Sia unter @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit der Ausstrahlung hier ausschaut. Ich glaube, das wird jetzt demnächst, wo wir es aufzeichnen, gleich ausgestrahlt. Da können wir schon mal sagen zumindest. Wir planen potenziell vielleicht auch auf der Gamescom ein bisschen was Speedrun-technisch zu machen. Dankeschön. Der Plan ist, die Absicht ist da. Wir möchten es noch nicht hier direkt versprechen, aber hörst zum ersten Mal. Ja, siehst du, du kannst dich auch sehr überraschen lassen davon. Aber eventuell gibt Speedrun technisch auch ein bisschen was auf der Gamescom. Da hoffen wir, dass wir euch da auf der Bühne oder vor der Bühne dann in Köln sehen können, während der Action gemacht wird. Okay. Ja.
Deine Einladung ist in der Post. Ja, ich wollte gesagt. Deine Planung werden findet ja ohne mich statt, offensichtlich. Also ich muss nichts üben, keinen Speedrun einüben oder so. Das ist nicht spontan. Sprechen solltest du ein bisschen üben. Ja. Ja, das ist vordurch die Zeit. Das bringt nichts mehr. Okay. Der Arzt sagt, das bleibt so. Seit 15 Jahren sagt er das. Denk gerne an die ganzen Social-Media-Sachen. Liken, abonnieren und so weiter und so fort. Reviersteiger, wir sagen dir nochmal danke. Gerne. Und da freuen sich auch die Männchen, die alles außer Rocket Beans TV schauen, was so spannend ist, weil die gucken ja immer von uns weg. Aber die können uns auch gerne dann mal supporten im Supporters Club. Genau, ja. Das machen die. Das macht auch Spaß. Dann sagen wir allen euch da draußen danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, tschüss. Bye.